Herzlich willkommen zum großen Finale des Workshops Next Generation Research. Wir beginnen gleich mit der Podiumsdiskussion mit namhaften Vertretern aus dem deutschen Wissenschaftssystem. Mein Name ist Lilo Berg, ich bin Wissenschaftsjournalistin hier in Berlin. Entschuldigung, hier in Berlin und ich moderiere das Panel. Wie kann die Wissenschaft helfen, die großen Probleme unserer Zeit zu lösen? Wie sieht das wissenschaftliche Arbeiten im Jahr 2040 aus? Mit diesen Fragen haben Sie sich jetzt 2 Tage beschäftigt. Wir wollen das jetzt auch auf dem Podium tun. Und vor uns hat eine Arbeitsgruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft das 2 Jahre schon getan, sich mit solchen Fragen zu befassen. Voraussichtlich im kommenden Frühjahr wird ein Positionspapier herauskommen, in das die Impulse aus diesem Workshop und auch Argumente und Erkenntnisse, Einsichten aus der Podiumsdiskussion noch einfließen. In dem Workshop ging es um die große Vision für die nächsten 20 Jahre. Das ist auch unser Thema hier auf dem Podium. Und wir wollen das jetzt aus der Sicht der Forschungsinstitutionen tun, also der Universitäten, der außeruniversitären Forschungseinrichtungen und der Forschungsförderorganisationen. Und ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich dazu ermuntern, groß zu denken, also wirklich XL zu denken. Ich weiß, Sie haben diese Aufforderung auch schon ein paar Mal gehört, aber jetzt auch an Sie alle. Also nicht, es geht also nicht um fehlende Fördermittel, um mangelnde Infrastruktur, um problematische Karrierewege. Ich würde darum bitten, sich davon mal einen Moment zu lösen. Das liegt alles sehr nah, sondern tatsächlich sich zu trauen, groß in die Zukunft zu denken, zu wünschen auch gerne mal, auch mal zu wagen, einen Traum zu wagen, die Chancen zu erkennen und groß zu planen. Wir werden das in den nächsten 90 Minuten tun, gerne auch mit Ihnen. Wir sind ein überschaubarer Kreis. Wir werden die Diskussion auch immer wieder zu Ihnen öffnen. Und wir gehen einfach mal davon aus, an dieser Stelle, dass die Zukunft digital sein wird. Das ist heute auch immer wieder gesagt worden. Das ist auch eine Metapher mit der Digitalisierung. Sie stößt viele Veränderungsprozesse an. Und darum geht es jetzt in unserer Diskussion. Und ich darf Ihnen unsere Gäste vorstellen. Zu meiner Rechten Stefanie van de Sand, Informationswissenschaftlerin und Doktorandin am CERN in Genf. Frau van de Sand war Anfang September bei einem Vorläufer dieser Veranstaltung, dem Young Researchers Workshop in der Nähe von Bonn, und kann uns also auch davon berichten. Sie ist hier als die Stimme des Forschernachwuchses. Herzlich willkommen. Professorin Dr. Brigitta Wolf, Präsidentin der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz und dort zuständig für Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchs, Transfer und Kooperation. Herzlich willkommen. Dr. Corinna Strobel, Sie leiten den Bereich Strategie, Impuls- und Vernetzungsfonds bei der größten deutschen Forschungsorganisation, der Helmholtz-Gemeinschaft, mit 19 Zentren bundesweit verteilt. Sie sind auch zuständig für die für die Akademie der Helmholtz-Gemeinschaft und können also auch von dort berichten. Professorin Dr. Martina Schrautner, Leiterin des Forschungsbereichs Responsible Research and Innovation am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart, Fraunhofer.
Und Sie sind auch Mitglied im Vorstand der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, AKTECH. Herzlich willkommen. Ja, Professor Dr. Martin Grötschel, Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, BBAW. Die BBAW ist eine Institution, die praktisch die Wissenschaftler vereint aus allen Disziplinen, aber sie unterhält eben auch ein Forschungsinstitut, das sich ganz den Geisteswissenschaften widmet. Ein Mathematiker von der Ausbildung und vom Beruf her leitet auch eine geisteswissenschaftliche Institution. Wir sind gespannt auf Ihren Input. Herzlich willkommen. Ja, ich denke, wir können doch durch. So. Ja, meine erste Frage geht an Frau van de Sandt. Beamen wir uns doch mal in das Jahr 2040. Sie sind dann Professorin an einer deutschen Universität im Fach Informationswissenschaften und Sie sind glücklich und zufrieden mit Ihrem Beruf. Ich bin Journalistin, höre davon, bin sehr erstaunt. Eine glücklich und zufriedene Professorin. Beame mich zu Ihnen und frage Sie, welche Gründe hat das? Wie kann das sein? Nennen Sie mir doch bitte Ihre drei wesentlichen Gründe, die Sie so zufrieden machen in diesem Zeitraum, in dieser Zeit. Provokativ könnte man jetzt sagen, ich muss keine Professorin sein. Also wir könnten uns auch woanders treffen, denn in 2040 ist vielleicht das Professorenwesen gar nicht mehr der einzige Karriereweg oder der einzig mögliche Weg, eine erfolgreiche Karriere zu haben. Vielleicht geht es eher darum, um die Funktion, die ein Professor hat oder eine Professorin, um dieses Label. Ich könnte auch Geschäftsführerin sein oder woanders. Die Hoffnung ist natürlich, dass es nicht so wichtig ist, ob ich jetzt Professorin bin oder nicht, weil wir halt eben diese modularen Karrierewege haben und ich als Individuum halt eben mit meiner eigenen Geschichte auch Erfolg haben kann, auch wenn es jetzt nicht der Norm von 2019 entspricht. Und die drei Gründe, die mich dann glücklich machen würden, das wäre einmal, dass ich Zeit, Raum und Mittel habe, um meinen Arbeitsalltag gestalten zu können. Das heißt konkret, dass ich die Freiheit hätte, mich selbst zu verwirklichen. Das heißt, ich hätte vielleicht einen Tag in die Woche, wo ich machen kann, was ich möchte, wo ich forschen kann, was mich interessiert, wo ich wirklich unabhängig denken kann, frei sein kann. Das heißt auch, dass mein Stuhl nicht aus den 20er Jahren ist. Das heißt, meinem Rücken geht es deutlich besser. Das heißt, ich kann auch noch arbeiten und mich bewegen. Das heißt, das sind die Mittel. Und ich habe auch natürlich ein besseres Gefühl gegenüber meinen Doktoranden und Postdocs, weil es einfach wieder den Mittelbau gibt. Ich kann sie bezahlen, ich kann ihnen eine Perspektive geben und muss dann nicht am Ende sagen, danke, dass du für mich gearbeitet hast, Tag und Nacht, aber ich kann dich leider nicht übernehmen, hättest du dir ja denken können. Das nicht. Und vielleicht auch habe ich mehr Zeit, weil die Verwaltung wieder von der Verwaltung gemacht wird und ich als Professorin nicht auch noch mich um die Universität kümmern muss und auch nicht organisieren muss. Und ich kann auch wirklich Forscherin bleiben, auch wenn ich Professorin wäre. Das wäre ein Wunsch, den ich hätte. Anderer wäre, dass das, was wir bei diesem Young Researchers Zukunftsworkshop gehabt haben, was uns allen so gut gefallen hat, dass es weiterhin bestehen bleiben kann. Das heißt, Kollegialität, dieses Ellenbogendenken, dass es weg ist, dass wir uns interdisziplinar unterhalten können, ohne das Gefühl zu haben, in Konkurrenz stehen zu müssen, dass wir gemeinschaftlich irgendwas machen können, ohne dass wir uns die Arbeitsplätze wegnehmen, dass wir auch Open Science wirklich dann machen können, dass wir teilen können, dass wir am Leben eines anderen teilhaben können. Und als letzter Wunsch natürlich Vereinbarkeit von Beruf und Familie, also dass ich nicht nur Wissenschaftler bin, dass ich auch noch Mensch bin, dass ich selbst entscheiden kann, möchte ich Kinder haben, möchte ich meine Eltern pflegen, kann ich das machen und ich möchte nicht, dass mein Beruf mich dazu zwingt, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Das wäre das, was ich mir vorstelle in 20 Jahren. Also die drei wesentlichen Punkte sind gute Ausstattung, sowohl personell als auch Geräte, Infrastruktur etc. Und auch die Zeit. Die Kollegialität, die Zeit und die Vereinbarkeit von Beruf. Genau, also nicht nur Geld, aber auch Zeit. Zeit ist genauso wichtig und Perspektiven. Vielen Dank. Frau Wolf, Sie gestalten jetzt
die Zukunft der universitären Wissenschaft in Frankfurt, aber auch darüber hinaus durch Ihre Tätigkeit, durch Ihr Amt bei der Hochschulrektorenkonferenz. Was wird sich verändern und wo stehen wir 2040? Ich bin jetzt nicht aus der Disziplin der Kaffeesatzleser, aber vielleicht darf ich auch einfach mal so ein paar persönliche Visionen in den Raum stellen. Also ein paar Steilvorlagen hat uns ja Frau van de Sand gegeben. Selbstverständnis als Forschende muss dann nicht automatisch heißen, Forschende an einer Uni. Und das führt uns sozusagen von der individuellen auch auf die Systemfragen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Fraunhofer Helmholtz die Akademie hier vertreten ist. Ich glaube, es lohnt sich nämlich wirklich mal einen Blick in das Gesamtsystem zu wagen und einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, was ist eine sinnvolle Arbeitsteilung auch im deutschen Wissenschaftssystem? Und darüber kann man nämlich, glaube ich, auch individuelle Bedürfnisse besser treffen, wenn man einfach mal fragt, wer will denn was machen und zu welcher Organisation passt wer dann am besten? Also Sie haben zum Beispiel gerade gar nicht von Lehre geredet, ganz stark von Forschung. Ich würde als Unipräsidentin, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der irgendwie 5 Minuten über Wissenschaft redet und offensichtlich gar nicht an Lehre denkt, immer denken, ach, der kommt von Max Planck oder von Leibniz oder sonst wer, weil für uns ist absolut identitätsprägend dann auch diese Liebe zur Lehre, also dieser Austausch mit den Youngsters, das ist was, was uns an die Unis treibt. Und wenn ich vielleicht bei meiner Vision mit der Beschreibung der Rolle der Unis, weil ich eh schon da bin, damit anfangen kann, ist wirklich diese Verzahnung von Lehre und Forschung für mich der Kern von Universität. Wissenschaft hat immer die Dimension Forschung und Lehre. Beides auf höchstem Niveau. Und damit stehen wir in der Forschung natürlich in unmittelbarem Wettbewerb. Zunächst mal mit den sogenannten Außeruniversitären, aber mit unterschiedlichen Akzentuierungen. Fraunhofer. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie man dann auch die Missionen definiert und dadurch auch mögliche Arbeitsteilungen sinnvoll konfiguriert. Fraunhofer punktet dadurch, dass Fraunhofer Kollegen, Kolleginnen uns helfen beim letzten Drittel auf dem Weg zum Markt. Beispielsweise interessiert viele von den Uniprofs nicht die Bohne. Viele Kollegen bei Max Planck auch nicht, die sind viel grundlagenorientierter. Helmholtz hilft uns bei den großen, teuren Daten und sonstigen Infrastrukturen. Also eine halbe Stunde vor den Toren von Frankfurt steht ein riesengroßer Teilchenbeschleuniger, steht noch nicht alles. Ich weiß, ihr arbeitet noch dran. Wir würden uns wünschen, zum Beispiel so Visionen, nationale Forschungsdateninfrastruktur, alle reden drüber, klassische Arbeitsteilung aus der Sicht der Universitäten wäre, wir nutzen die und ihr betreibt die in Jülich oder sonst wo, ihr habt ja so viel Geld. Und die Expertise und bei vielen Dingen ist es einfach nicht sinnvoll, dass jede Forschungseinrichtung die selber macht und da hilft Helmholtz. Leibniz ist so ein bisschen wie Max Planck, aber stärker sozusagen auf die Länder fokussiert, andere Finanzierungsstruktur, regionaler verankert, viel enger auch mit den Unis verbandelt. Und da sieht man schon so, dass sich im Grunde unterschiedliche Missionen ergeben. Und wenn man das auf die individuelle Ebene runter definiert, können Sie sehr schön gucken, was wollen Sie machen? Wie nah wollen Sie in der Grundlagenforschung sein? Wollen Sie oszillieren? Wollen Sie stark an der Anwendung sein? Lieben Sie es, mit Unternehmen, auch mit Non-Profit zusammenzuarbeiten? Wollen Sie Lehre machen? Wenn ja, welche Lehre? Es gibt auch noch die HAWs und so. Und das ist volles Spektrum. Und eine Sache, die ich mir wünschen würde, wäre, dass es uns gemeinsam gelingt, diese Rollendefinitionen wirklich gemeinsam durchzuführen und daraus abzuleiten, wie können wir am besten komplementär zusammenarbeiten und damit im System die beste Schlagkraft entfalten und verhindern, dass Politik Divide et Impera spielt. Also da gibt es ein paar Abgeordnete, die sind da super drin. Und das Spielchen sollten wir denen kaputt machen. Kleine Nachfrage. Es wird seit Jahrzehnten über die Versäulung des Wissenschaftssystems geklagt. Die Säulen bestehen alle nach wie vor. Wird es sie 2040 noch so geben? Aber vielleicht werden sie nicht mehr als Säulen im sozusagen trennenden Sinne, sondern allesamt tragenden und verbundenen Sinne wahrgenommen. Also wenn Säulen ein gemeinsames Fundament und ein gemeinsames Dach haben, kann man ja auch mal das Verbindende betonen. Und das wäre eigentlich die Vision, dann so ein Gebäude, so ein Tempel von Wissenschaft zu haben. Und der braucht eben mehrere Säulen. Tempel von Wissenschaft. Vielen Dank. Frau Strobel, Sie entwickeln Strategien für die größte deutsche Forschungsorganisation.
Und auf welche Zukunft bereitet sich denn Helmholtz vor? Was ist in dem Zeithorizont von etwa 20 Jahren angedacht? Ja, also was so den offiziellen Teil betrifft, muss ich gestehen, soweit denken wir nur bei den Infrastrukturen, die tatsächlich solche Realisierungshorizonte haben. Also Sie haben das schon genannt, Stichwort Beschleunigeranlagen. Was konkret die Organisationsstrategien betrifft, sind die ausformuliert bis 2027, was schon relativ lang ist, ja auch für eine Wissenschaftsorganisation, was bei uns aber eben mit der Missionsorientierung zusammenhängt. Wir arbeiten ja in Forschungsprogrammen, wo es eben eine definierte Herausforderung in der Regel auch gesellschaftlicher Natur gibt. Also nehmen Sie zum Beispiel das Thema Klimawandel und darauf orientieren wir eben große interdisziplinäre Teams. Und das ist im Moment da der Planungshorizont. Wenn wir aber jetzt gucken auf diese Frage 2040 und was kann ich jetzt tun, um eine Organisation fit zu machen, auch für vielleicht einen radikaleren Wandel auch, dann glaube ich, sind die Ideen grundsätzlicherer Art, weil dann geht es immer darum, wie baue ich das System so auf, dass immer wieder neue Ideen auch aufgegriffen werden können, unabhängig davon, was das dann inhaltlich ist, weil das kann ich jetzt noch nicht vorhersehen. Und wie gehe ich mit den Menschen in dem System um? Ja, wie sorge ich dafür, dass immer wieder neue Leute reinkommen, die Inspiration mitbringen und Ideen, und was mache ich mit denen in dem System? Aber ich muss auch nachdenken über, sage ich mal, Austrittsmomente und was dann ist, weil Sie haben uns ja gefragt, was ist die Rolle von Organisationen in diesem ganzen Themenkreis? Wir sollten in der Wissenschaft die Organisationen nicht überschätzen. Ich habe den Eindruck, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben eine viel stärkere Bindung an ihre Scientific Communities als jetzt an uns als Helmholtz zum Beispiel. Und ich kann mir in der Zukunft ganz gut vorstellen, wo ich vielleicht eher projektweise in bestimmten Konstellationen zusammenarbeite, dann aber auch wieder da rausgehe. Und ich glaube, Wissenschaftler sind eigentlich von der Art, wie sie jetzt schon arbeiten, sehr gut orientiert auf so eine Art von Kooperation, die zum Beispiel die Wirtschaft gerade als Trend entdeckt. Ja, also da höre ich auch immer, wie sich so Schwärme dann bilden sollen, die irgendwas leisten und die sind dann agil und formieren sich immer neu um neue Fragestellungen. Das machen wir ja schon an ganz vielen Stellen. Und ich glaube, das wird in der Zukunft vielleicht noch eine größere Rolle spielen und wir arbeiten auch dran, unsere Leute dafür besser zu unterstützen, um sowas zu nutzen und gut zu gestalten. Sie sagten auch wieder eine kurze Nachfrage. Es geht darum, offen zu bleiben, auch für neue Ideen, die auch aufzugreifen. Wie machen Sie das? Ja gut, das ist jetzt auch meine ganz persönliche Rolle in dem Spiel. Ich bin ja zuständig für einen internen Förderfonds, der 90 Millionen Euro pro Jahr hat. Und da sprechen wir gerade drüber, wie sehen Förderformate aus, die eben, ja, sage ich mal, jetzt wirklich sehr offen sind für Impulse, die vielleicht auch nicht immer nur von den etablierten PIs kommen sollten, sondern wo wir vielleicht auch Elemente einbauen sollten, die von außen kommen können, die von anderen Ebenen kommen können, Nachwuchswissenschaftler kommen können. Und wo es dann vielleicht auch nicht notwendig ist, dass damit immer gleich das Versprechen einhergeht, dieses Thema verfolgen wir übrigens auch die nächsten 20 Jahre und richten die ganze Institution drauf aus, weil das macht unflexibel. Ja? Also mehr so Experimentierräume schaffen und zusehen, dass da vielleicht auch mal Sachen, sag ich mal, angefüttert werden. Oder wir haben auch diesen Begriff Seeding dafür verwendet, die jetzt noch nicht so etabliert sind, die vielleicht auch erstmal ein bisschen schräg aussehen, nicht zu den Programmen passen. Das ist ja bei uns auch immer so eine Frage, passt das irgendwie in die aktuelle Programmorientierung? Das sollten wir nicht zum Dogma machen. Vielen Dank. Frau Schrautner, Sie entwickeln am gesellschaftlichen Bedarf orientierte Innovationskonzepte für die Wirtschaft, für Firmen, für Organisationen. Wie sähe Ihr Konzept für die Wissenschaft für das Jahr 2040 aus? 2040 ist weit weg, gut so. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe es gar nicht so als Kaffeesatzleserei. Ich erlebe im Moment eine echte Konjunktur von Foresight-Prozessen. Nicht nur in Deutschland, sondern weit darüber hinaus. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass Digitalisierung wirklich ein großer Treiber ist. Vielleicht noch viel mehr in Unternehmen,
und gefühlt auch für viele Bereiche der Gesellschaft als innerhalb der Wissenschaft. Und das erzeugt, so nehme ich wahr, eine enorme Unruhe, sowohl in Unternehmen als auch in der Gesellschaft. Und für mich wäre es ein Traum, wenn die Wissenschaft dazu viel schneller und auch viel ehrlicher nach Antworten sucht. Antworten auf die Fragen, die da entstehen. Das fängt an bei, was soll mein Enkelkind denn jetzt werden? Welche Berufe gibt es denn noch? Und hört auf bei der Fragestellung, was bedeutet es eigentlich, wenn tatsächlich agil gearbeitet wird, wenn bei BMW jetzt 1600 Leute agil arbeiten, in Gruppen von 60 Personen, von einem Personalmenschen, disziplinarisch als Vorgesetzten geführt werden, der keinerlei inhaltliche Kompetenz mehr hat. Das ist eine Abschaffung von Hierarchie. Die gibt es dann nicht mehr in dem Bereich, der eigentlich sehr klassisch ingenieurwissenschaftlich ausgerichtet ist. Und dort ist Hierarchie schon ziemlich etabliert, um es mal vorsichtig zu umschreiben. Meine Professur ist an der TU im Maschinenbau, also ich würde schon sagen, das traue ich mich jetzt zu festhalten. Die Vision wäre tatsächlich eine stärkere Ausrichtung auf das Suchen in der Gesellschaft, und darum hat mich die Frage nach der Wissenschaftskommunikation, wer wird eigentlich adressiert, schon sehr bewegt, muss ich ehrlich sagen. Denn da wird gesucht, und da nur über die Ergebnisse zu kommunizieren, ist mir zu wenig als Steuerzahlerin. Freiheit der Forschung ja, aber bitte auch Hilfe, und in dem Fall echte Hilfe. Und ein anderer Punkt, der mit Digitalisierung einhergeht, um das nochmal zu illustrieren. Was im Moment passiert, Digitalisierung erlaubt, über bestehende Systeme hinweg Geschäftsmodelle anzugreifen. Beispiel Uber. Taxi ist ein wunderbar reguliertes System. Mit Uber, mit der Technologie, konnte dieses System übersprungen werden? Disruption. Das ist was, das erlebt im Moment jedes größere Unternehmen, sucht inzwischen mit Start-ups genau die eigene Disruption. Also das ist sehr virulent, es ist sehr da, und sich damit auseinanderzusetzen aus ganz verschiedenen Richtungen der Forschung ist für mich wichtigst und angezeigt. Und mein Ziel wäre, oder meine Vorstellung, jetzt letzter Satz, in 2040, für mich ist es nicht so sehr der Klimawandel, der ist da, ja, gar keine Frage, aber die SDGs, die Sustainable Development Goals, und die Frage, wie kommt man zu mehr sozialem Zusammenhalt, nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern weltweit, und das meine ich mit ganz großem Ausrufezeichen, ist ein ganz wichtiges Ziel, wenn wir hier weiterhin in Wohlstand leben wollen. Vielen Dank. Herr Krötschel, Sie leiten eine große Akademie mit mehr als 300-jähriger Tradition. Da sind 20 Jahre doch nur ein Klacks. Und die Antwort auf meine Frage ist wahrscheinlich auch eine ganz leichte Übung für Sie. Wo steht die Akademie in 20 Jahren und wo stehen die darin vertretenen Wissenschaften? Und das sind ja fast alle. Ja, da ich wahrscheinlich der Älteste im Raum bin, darf ich auch in die Vergangenheit gehen. Unsere Akademie hat in ihren 320-jähriger Geschichte 10-mal den Namen geändert, rauf und runter gegangen. Also ist alles nicht vorhersagbar, was da passiert ist. Das ist schon mal interessant, und das muss man sich einfach vor Augen führen lassen. Genau dasselbe wäre, wenn ich jetzt zurückdenke. Ich habe also gerade überlegt, ich habe vor 46 Jahren meinen ersten Job bekommen. Ich sollte damals in einem Sonderforschungsbereich über Ökonometrie und Operations Research arbeiten. Das fing aber nicht an. Ich musste erst ein Jahr eine Bibliothekstelle haben und dann ging das weiter. Man muss eben immer rumstopfen und sehen, dass man klarkommt und seine Ziele durchsetzen. Die Frage ist jetzt, was so eine Akademie macht. Wir haben natürlich einen Teil, das ist unsere Gelehrtengesellschaft, die sich grundsätzlich über Gedanken gemacht, über Politikberatung, interdisziplinäre Aspekte. Aber was ich jetzt eigentlich mal ansprechen will, ist das Thema Geisteswissenschaft. Ich bin ja jetzt Mathematiker und bin vor 4 Jahren dort mit meinem Job begonnen, mit dem Ziel, die Akademie zu digitalisieren, also die Geisteswissenschaften, zu Digital Humanities zu betreiben. Und das war auch deswegen begründet, weil ich vorher Präsident des Konrad-Zuse-Zentrums für Informationstechnik war. Ich kenne mich also aus und ich habe wunderbare Mitarbeiter gehabt, die sich völlig andere Gedanken über die Welt gemacht haben wie die Geisteswissenschaftler. Das ist eine komplett andere Kultur. Und ich war eben überrascht über das extreme Nischendenken,
denken in der Geisteswissenschaft. Jeder hat seine eigene Nische. Die Leute sitzen im Zimmer nebeneinander seit 200 Jahren und haben sich noch nicht getroffen. Das ist kein Witz. Wir haben also, unser längst laufendes Projekt hat 1815 begonnen. Und zweite 1816 und dann gibt es eins 1863. Die beiden haben in dieser gesamten Zeit noch nie eine gemeinsame Tagung oder Sitzung gehabt. Die habe ich jetzt vor 14 Tagen organisiert. Jetzt merken Sie, wie so die Dinge dort stehen. Und mit der Begründung, ich habe gesagt, ihr müsst jetzt raus aus eurer Nische. Wir müssen in die Digitalisierung gehen. Wir müssen gemeinsame Werkzeuge erzeugen. Ihr müsst für euch die Identität schaffen. Wir reden über Epigraphik. Das sind Leute, die sich mit Inschriften beschäftigen. Und das betreibe ich jetzt seit 4 Jahren und es ist durchaus nicht unerfolgreich, trotz vieler Widerstände. Und vor allen Dingen haben wir eben eine Menge junge Wissenschaftler, die das mit Begeisterung mitmachen und die eben auch Themen finden, die sie spannend finden. Wir haben im Januar das Zentrum für digitale Lexikographie der deutschen Sprache eröffnet, wo wir also den Duden ersetzen werden durch ein lexikalisches System im Internet, das dann eben über die gesamte deutsche Sprache seit ihren Ursprüngen Informationen geben wird. Das ist eine richtig schöne Digitalisierungsidee, wo wir also ganz viele Dinge zusammen machen können, aber auch dort eben digitale Forschung betreiben können über die Entwicklung der Sprache. Und wir wollen eben auch so Ähnliches in den historischen Themen machen. Ich werde am 19. November in Havanna, in der Casa Humboldt, das Centro Humboldt eröffnen, das zur Digitalisierung der dortigen Dokumente beiträgt, die Alexander von Humboldt in seinem berühmten Kuba-Buch geschrieben hat. Ich war vor 3 Jahren dort, habe dann eben durch sehr komplizierte Nebenbedingungen diese Dinge entdeckt, dass die dann noch rumliegen und völlig vergammelt sind, 200 Jahre bei Hitze und Feuchtigkeit gelegen, und wir werden das digitalisieren und dann eben neue Wege der Erforschung, der Arbeit von Humboldt, speziell über die Ökonomie in Kuba zu entwickeln. Und ich finde, wenn man hier jetzt einzelne Schritte macht, ich behaupte ja nicht, dass man in einem Schlag Digital Humanities etablieren kann, sondern Zug um Zug anfängt, spannende Themen zu öffnen, dann sind die Leute begeistert, das färbt ab, die anderen hören zu und dann wird sich das weiterentwickeln. Und ich denke, das sind die richtigen Wege, die man geben kann. Nochmal zurück aus meiner eigenen Geschichte. Ich hatte gesagt, so ein Forschungsbereich, der hieß damals Ökonometrie und Operations Research. Ich habe mich Anfang des Jahres mit meinen 2 ehemaligen Mitassistenten in Wien getroffen. In der Wirtschaft wollte damals mehr als die Hälfte der Leute keine Mathematik machen. Das war völlig klar. Das glauben Sie nicht. Ich kann Ihnen die Leute nennen, die dort gesessen haben. Der Herr Deißler, der ein berühmter Ökonometer geworden ist, Statistiker, sagte, sein Chef hätte ihm gesagt, Herr Deißler, sehen Sie zu, dass Sie sich ein zweites Standbein verschaffen. In 5 Jahren wird es Ihre Profession nicht mehr geben. Mathematik wird nicht mehr eingesetzt in den Wirtschaftswissenschaften. So war das damals. Und genau solche Dinge erlebe ich heute bei einigen Geisteswissenschaftlern, die sagen, was soll das mit der Informatik da drin und dass die können doch lesen und all solche Sachen. Diese Generation stirbt aus. Die Leute damals konnte man nicht abschaffen, die waren halt da. Und für mich ist das Wichtigste, dass diejenigen, die hier in dieses System reingehen, ihre eigenen Ideen entwickeln, daran glauben, was sie tun wollen und die Wissenschaft weiterentwickeln. Für mich persönlich war es zum Beispiel interessant, ich wollte eigentlich, ja, als ich fertig war mit Abitur, wollte entweder Geschichte und Archäologie oder Mathe und Wirtschaft studieren. Und dann dachte ich mir, Geschichte, Archäologie kannst du als Hobby nebenbei machen. Ist eine brotlose Kunst, da kriegst du keinen Job hinterher. Und mit Mathe und Wirtschaft verbinden wollte ich machen. Es gab aber das Fach Wirtschaftsmathematik noch nicht. 9 Jahre später habe ich dann das gegründet als Fachgebiet an der Uni Augsburg, weil ich das spannend fand. Ich habe da Mathe studiert und Wirtschaft promoviert. Und ich finde, das sind dann auf einmal Dinge, die man, wenn man daran glaubt, dass das, was man macht, interessant ist, erreichen kann. Und das sollte man eigentlich allen jungen Leuten sagen. Glaubt an euch selber, nehmt die Verantwortung für euch selbst wahr und denkt darüber nach, wie ihr euch und die Welt gestalten wollt. Die kann man ändern. Wir können die alle ändern. Und das passiert permanent. Und wir sollten nicht glauben, dass da irgendwelche Systeme sind, die uns sagen, wo es lang geht. Auch diese Systeme kann man ändern. Und das, finde ich, ist die wirklich große Herausforderung. Und das macht mir weiterhin viel Spaß.
in der Wissenschaft jetzt in einer Managementposition zu arbeiten. Und wie wir gehört haben, ist ja das Geisteswissenschaftliche in Ihrer Karriere schon sehr, sehr früh angelegt gewesen. Ja, und jetzt habe ich richtig Freude daran. Ich habe super Spezialisten, jede Frage, die ich habe, beantworten mit dir. Ich habe noch nie so viel lernen können wie jetzt. Ja, das ist großartig. Toll. Einige von Ihnen haben sich ein bisschen um die Vision gedrückt, haben Appelle auch gegeben, Impulse. Das hat natürlich hier auch seinen Raum. Aber ich würde ganz gerne von Ihnen jetzt auch nochmal, auch wenn Sie natürlich akademiegerecht geantwortet haben, hören, wie sieht es einfach für die nächste Generation aus? Sind zum Beispiel auch die Geisteswissenschaftler, die jungen Geisteswissenschaftler willens, etwas zu verändern, was 200 Jahre immer nach demselben Muster läuft? Ganz sicherlich, ist klar, dass die jungen Leute dieses Thema aufgreifen. Ich habe gerade vor einer Woche darüber einen großen Vortrag bei uns, vor allen Mitarbeitern gehalten, um denen zu erläutern, was ich darunter verstehe und wo ich die Zukunft sehe. Und die Zukunft besteht immer darin, dass man gesprächsfähig zu anderen Wissenschaften wird. Das ist Nummer eins. Wenn man sein eigenes Vokabular beherrscht, kann man mit den anderen noch nicht sprechen. Das heißt, man muss eben die Sprache des Ingenieurs, Wirtschaftlers, Juristen oder so lernen. Und das muss gegenseitig sein, sonst wird Kooperation nie funktionieren. Das habe ich in meiner eigenen Karriere erlebt. So, was aber jetzt die Sache neu macht, und Frau Wolf hat darauf hingewiesen, die nationale Forschungsdateninfrastruktur ist für mich eine ganz extrem wichtige Entwicklung. Ich weiß, dass die extrem holprig ist im Augenblick. Also ich sitze in einem Team von 40 Leuten, die noch Anträge schreiben, die am 15. Oktober fertig sein sollen. Heute Morgen hatten wir noch eine Telefonkonferenz. Deswegen, ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Aber das Ziel muss sein, eine super gute nationale Forschungsdateninfrastruktur zu schaffen, um dann eben die Fächer miteinander zu verbinden. Das ist das, was neu sein wird. Diese Forschungsdateninfrastruktur wird in 10 Jahren vielleicht ungefähr am Horizont erscheinen. Früher wird das nicht passieren. Wir haben die Gefahr, dass wir Ruinen bauen. Das ist echt gefährlich. Also wir müssen jetzt wirklich sorgsam darauf achten, dass dort was Vernünftiges passiert. Aber dann werden wir eben fächerübergreifend ganz interessante Dinge machen können. Wenn ich zum Beispiel bei uns sehe, die Marx-Engels-Gesamtausgabe, ja, als ich dahin in die Akademie kam, warum machen wir sowas überhaupt? Ich könnte jetzt eine Stunde einen Vortrag darüber halten, warum das ein super interessantes Thema ist und was man lernt und was man eben wirklich nur versteht, wenn man auch die Philosophie von Marx versteht und die man eben nicht nur mit Digitalisierung bearbeiten kann, sondern da muss man eben beides reinbringen. Die Kenntnis des Philosophen oder Historikers und des Informationstechnikers, und die müssen in der Interaktion das lösen. Und das ist für mich die wirkliche Herausforderung für die nächste Zeit, die eben weit über das hinausgeht, was wir jetzt tun. Jetzt setzen wir Mathematik bei den Ingenieuren, bei den Physikern oder sonst wo ein, aber das geht schon mit sehr, sehr guter Zusammenarbeit, aber jetzt kann das viel stärker fächerübergreifend sein, und das ist für mich die zukünftig wirklich wichtige Entwicklung, und die muss eine nationale Anstrengung sein, weil das nicht Einzelne können, auch keine einzelne Einrichtung, denn sie müssen hinterher föderierte Suchen über große Datenbestände machen können, sie müssen die auswerten können. Das sind die wirklich interessanten Themen. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen. Ich möchte jetzt, ich schaue jetzt einfach mal in die Runde. Vielleicht gibt es da schon bei Ihnen erste Fragen, Impulse, Beiträge. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Mein Name ist Barbara Stark. Ich habe eine Frage zu den Visionen. Frau Wolf, Sie haben darüber gesprochen, dass es ein System gibt, Universitäten, HAWs und außeruniversitäre Einrichtungen. Martina, du hast darüber gesprochen, dass es um die SDGs geht, die großen Herausforderungen, die wir haben. Ich frage mich, ob in Ihrer Vision die Bürgerinnen und Bürger eine Rolle spielen werden, mehr eine Rolle spielen werden in der Wissenschaft, als sie das jetzt tun. Jetzt sind sie Probanden, vielleicht ab und zu befragt man sie, was sie denn gerne wollen, ein Rollator mit großen Rädern oder kleinen Rädern. Können Sie sich vorstellen, dass es in 20 Jahren weitaus mehr Kooperation zwischen Bürgerinnen und Bürgern gibt, die auch die Forschungsfragestellungen mitformulieren, oder machen das in 20 Jahren immer noch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Das ist eine konkrete Frage zur Vision. Dankeschön.
Bitte, Frau Strautner. So, für mich zeichnet sich das bereits ab. Klar, die Marktforschung zum Thema große, kleine Rollatorräder ist das eine. Aber wirklich Partizipation bedeutet ja ein Dialog in zwei Richtungen. Zum einen kommuniziere ich meine Ergebnisse, aber ich möchte dann auch Reaktionen aus der Gesellschaft dazu. Es gibt Ansätze, nicht zum Thema Marktforschung, sondern deutlich früher im Vorfeld von Forschungsprojekten bereits zu diskutieren, was soll die Zukunft bringen. Das ist nicht so einfach. Das, was heute Morgen der Kollege von der Telekom vorgestellt hat, war ja, und das hat er selber so gesagt, alles unter dem großen Schlagwort schneller, höher, weiter. Das muss ja nicht unbedingt so bleiben oder so sein. Und man kann sehr wohl Menschen befähigen, Wünsche und Ansprüche an die Zukunft zu formulieren und das dann zum Ausgangspunkt oder zumindest mit einbeziehend in Forschungsvorhaben denken. Das ist ein etwas anderer Ansatz, als rein aus der Technologie heraus oder aus einer Wissenschaft heraus die nächste Forschungsfrage zu stellen. Aber es ist ein sehr nah an der Gesellschaft befindlicher Ansatz, ganz abgesehen von den Fragen, wirklich ganz ernst gemeint, was soll mein Enkelkind werden? Das ist ja eine vollkommen legitime Frage. Vielen Dank, Frau Wolf. Ja, vielen Dank. Also Goethe-Universität, die gibt es nur, weil sie von Bürgern gegründet worden ist. Das war ja keine staatliche, keine imperiale Gründung wie die meisten anderen europäischen. Und sie war auch explizit nicht dazu gedacht, den Nachwuchs für irgendeinen Fürsten, für die Staatsverwaltung ranzuziehen. Sondern das war eine Fusion aus allen möglichen, in der Regel von Stiftern, Mäzenen und so weiter, schon damals finanzierten Einrichtungen, die dann fusioniert wurden und ausgebaut wurden. Und so entstand die Frankfurter Universität, hieß noch nicht Goethe-Uni, 1914. Und Sie treffen damit wirklich ins Schwarze, weil bei uns genau diese Diskussion läuft, wie können wir auf produktive, modern gewandte Weise diesen Gründungsimpuls, der uns quasi in den Genen steckt, uns gibt es nur, weil Frankfurter und Frankfurterinnen uns zugetraut haben, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen gemeinsam mit ihnen zu lösen. Und natürlich sind die großen gesellschaftlichen Herausforderungen im Grunde mit den Stiftern, von den Stiftern formuliert worden. Und die haben nicht vordergründige, anwendungsorientierte Kurzfristlösungen gesucht. Die haben Grundlagenforscher bezahlt. Die haben den ersten Lehrstuhl für Nationalökonomie eingerichtet. Da saß ein ausgebildeter Mediziner drauf. Also die haben richtig spacige Sachen gemacht oder mitgetragen. Und das finde ich ist erstaunlich. Ja? Also man unterstellt ja immer so, wenn Bürger was formulieren oder wenn die Wirtschaft, noch schlimmer, die freie Wirtschaft, die ich überhaupt nicht kenne, irgendwas will, ist das immer so eine kapitalistische Verpottfegung, die Versklavung der Wissenschaft für das Kapital. Ich glaube, die Frankfurter Geschichte lehrt da zumindest auch andere Facetten. Also Frankfurt hat sehr viel Erfahrung, ja, auch eine gute Tradition. Und was bedeutet das für die Zukunft? Ja, genau. Also wenn wir uns unseren größten außeruniversitären Forschungspartner angucken, Senckenberg, größtes Leibniz-Institut, hat die größten Einrichtungen auch in Frankfurt. Die machen das seit vielen, vielen Jahren. Und zwar in den Biowissenschaften, in den Geowissenschaften. Und da kann man sich das ganz plastisch vorstellen. Da gibt es riesengroße, auch so dezentrale, kommunale Konsortien. Da werden dann Bestandsaufnahmen zum Beispiel in der Natur gemeinsam mit Bürgern gemacht. Und das könnten die Fachwissenschaftlerinnen gar nicht ohne die Unterstützung aus der Community. Da sind total viele Ehrenamtliche dabei, die bringen vorher die Fragestellung mit. Also klassische Citizen Science. Wissen, wo man was fragen muss. Und davon gibt es immer mehr. Und Service Learning und also auch bei uns ganz viele Projekte haben diese Konstruktion. Ich glaube, der Trick ist nur, wie bei vielen anderen Dingen, Transparenz und Ehrlichkeit. Man muss dran denken, letztlich sind es zwei Systeme, also durchaus im Luhmannschen Sinne. Man hat sozusagen die Fachwissenschaftlerinnen, die in ihren Sphären sind. Man hat die Nicht-Fachleute und man muss immer eine Übersetzungsleistung bringen, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Also wirklich, Luhmanns Systemtheorie ist da sehr hilfreich. Und das Thema Wissenschaftskommunikation spielt deswegen auch so eine große Rolle, weil wir ständig diese Übersetzungsleistung in beide Richtungen brauchen. Sonst besteht nämlich das Risiko, dass Grenzen verwischen, Wissenschaft trivialisiert und Laien überfordert werden. Also Beuys konnte ja mit seiner Aussage jeder ein Künstler nur deswegen schocken, weil es eigentlich nicht so ist. Und daran muss man hin und wieder in der Wissenschaft auch denken, damit es produktiv und arbeitsteilig und dadurch auch bereichernd bleibt. Ich würde ganz gerne zu der
sehr interessanten Frage auch unsere Nachwuchswissenschaftlerin befragen. Frau van de Sand, haben Sie Ideen für Bürgerbeteiligung in der Forschung auch entwickelt, in den Workshops? Wir haben uns ja die letzten 2 Tage an diesen 8 Tischen auch unterhalten. Und eine Frage war, die war sehr interessant, warum sollte sich die Gesellschaft überhaupt für die Wissenschaft interessieren? Und die Frage klingt ganz einfach, aber wir haben eine halbe Stunde ziemlich lange daran gebastelt. Citizen Science ist ein Projekt, aber es ist nicht die Regel. Also, und das ist auch nur Mikrobeteiligung, das sind ganz kleine Projekte, die in der Regel ist die Gesellschaft doch, also die Wissenschaft ist immer noch in ihrem Elfenbeinturm, haben wir das Gefühl, und dass die Grenze zwischen Gesellschaft und Wissenschaft ist immer noch relativ stark und deshalb interessiert die Gesellschaft, die kriegt ja auch eigentlich gar nichts mit. Wissenschaftskommunikation wird auch häufig gar nicht bezahlt oder gewertschätzt, wenn wir jetzt mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Ist es kein Paper, das wir schreiben. Im Prinzip zählt das Paper, was wir schreiben, aber nicht die Interaktion mit der Öffentlichkeit. Und wir haben uns auch im Workshop gefragt, warum könnte es nicht so eine Art Science News geben? Also warum schauen wir uns das Wetter an, die Börsenberichte und Sport? Aber warum ist es nicht selbstverständlich, dass auch irgendwas aus der Wissenschaft in den Tagesthemen berichtet wird? Das wäre jetzt denkbar. Ja, das ist Wissenschaftskommunikation. Ja, gibt es noch Ideen zur... Die Frage ging ja auch in die Richtung, nicht kleine Räder für Rollatoren und nicht große, sondern wirklich den Bürger befragen, was brauchst du und ihn dann auch in den Prozess zu integrieren. Also dafür gibt es ja viele Kommunikationskanäle und ich würde das auch nicht so statisch und holzschnittartig sehen, weil ich die Wahrnehmung habe, dass sich genau da wahnsinnig viel ändert. Wenn Sie sich zum Beispiel angucken, wie diese ganzen Innovations- und Technologiediskurse auch hier in Berlin von der Bundesregierung organisiert sind. Erstens gibt es ohne Ende, ja, und noch eins, ganz viele Gremien. Dann gibt es Innovationsdialog der Kanzlerin, Innovationsrat, Digitalrat, Hightech-Forum, Sprung-Innovationsagentur und überall ein Kokon von auch zivilgesellschaftlichen Beratern, Beraterinnen und die vernetzen sich untereinander wieder. Ich habe den Eindruck, da hat schon ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Wirklich auch bis zu einem Punkt, wo man manchmal den Ministerialen, ich weiß nicht, ob jemand hier ist, nehmen Sie es mir nicht übel, ansieht, dass die schon merken, dass sie 80% ihrer Zeit verkommunizieren. Aber das ist nicht verkommunizieren, sondern das ist genau das, was man braucht. Also da geht es um die Schnittstelle zum einen von Wissenschaft in Politik, zum anderen aber auch um die Schnittstelle von Politik und Wissenschaft in die Bürgerschaft. Ja, und ich glaube, da bewegt sich unglaublich viel. Medien, öffentlich-rechtliche, legitimieren sich aus meiner Sicht unter anderem, weil sie das nämlich machen könnten. Das machen die Privaten nicht. Da können sie nicht wirklich Geld mitverdienen. Aber da gibt es ja auch positive Beispiele. Also eins meiner Lieblingsprogramme, ich sehe selten fern, aber wenn ich was sehe, Terra X, ja, können sie auch rund um die Uhr von der Mediathek holen. Das ist der Versuch, Wissenschaft, Christopher Clark, ja, kennen wir alle, so zu verpacken, dass es auch außerhalb der eigenen Zunft irgendwen interessiert. Und die sind zum Teil verdammt gut. Und das stimmt. Diese Videos Vielen werden Dank. Eingesetzt in den Schulen. Und auch für Wissenschaftlerinnen anderer Disziplinen. Also für mich ist das eine total nette Art mitzukriegen, was machen die Astronomen gerade, warum muss ich ein schwarzes Loch berechnen? Und also ich glaube, da gibt es einiges. Und je mehr positive Resonanz darauf kommt, desto mehr trauen sich dann auch Akteure, sowas zu fordern, zu machen. Und gerade die öffentlich-rechtlichen Medien haben hier die Chance, wenn wir klar artikulieren, wir wollen das, sowas auch zu tun. Mhm. Vielen Dank. Frau Strobel, Sie... Falls überhaupt noch Interesse an dem Thema ist. Aber ich würde gerne noch mal ins Publikum fragen, wer von Ihnen hatte schon Erfahrungen in diesem Feld, also Kommunikation mit Nichtwissenschaftlern? Ja, und sind die immer positiv gewesen? Ja, die meisten nicken, okay. Also ich bin da so ein bisschen zwiespältig. Ich kriege das auch oft mit, also gerade unsere jungen Führungskräfte in den Führungskräftetrainings sagen immer, ich hätte jetzt total gern noch ein Modul über Kommunikation. Und wir wollen das auch aufgreifen, ich finde das durchaus wichtig. Bloß ich glaube, da ist auch immer so ein bisschen die Erwartung seitens der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ich lerne, wo ich helfen kann. Ja. Tatsächlich ist es aber, und das war spaßigerweise auch Thema meiner eigenen Doktorarbeit, so,
dass gerade wenn Sie sich in einem Themenfeld bewegen, was irgendwie auch politisch aufgeheizt ist, da auch ganz andere Effekte entstehen können. Und ich glaube, wir müssen auch da vermitteln, dass man sich dann ein bisschen wappnen muss. Ja? Also wir haben Beispiele auch in der Helmholtz-Gemeinschaft, gerade zu diesem Klimathema, die können austauschen, wer gerade den Rekord in Hassmails pro Tag toppt. Das gibt es halt auch. Ja? Also insofern ja, aber ich würde sehr genau auch analysieren, und das ist auch der Rat, den wir geben, in welchem Feld bewege ich mich, wer sind die Stakeholder, was haben die vielleicht noch für eine Agenda, die überhaupt nichts mit Erkenntnisgewinn zu tun hat. Wir unterstellen immer, dass die Leute alle einen Erkenntnisgewinn haben wollen. Ist ja nicht immer so. Ja? Und von daher würde ich sagen, das hat auch noch eine andere Dimension. Das müssen wir aber jetzt wieder organisationsseitig aufnehmen und auch die Leute dafür befähigen. Das sehe ich schon als eine Pflicht. Vielen Dank. Frau Wolf, ich würde Sie bitten, kurz zurückzustehen. Es gab nämlich noch weitere Fragen. Ich bin etwas geblendet. Melden Sie sich doch bitte nochmal, wenn es noch aktuell sind. Bitte sehr. Dankeschön. Mein Name ist Friedrich Lohoff. Ich bin auch Doktorand zurzeit an der Universität Bremen, Kollege quasi von Frau van de Sand. Und sowohl bei dem Young Researchers Workshop als auch hier haben wir uns viel über Zukunftsfragen mit Zukunftsfragen beschäftigt. Und natürlich haben wir auch ein paar systematische Sachen analysiert und natürlich aufgezeigt, die wir als im Augenblick nicht perfekt laufend festgestellt haben. Das ist ja wahrscheinlich, hätte man sich ja denken können. Jetzt meine Frage ist, wen sehen Sie am ehesten mit der Möglichkeit ausgestattet und damit in der Verantwortung, Impulse zu schaffen, dass systemische Veränderungen nach und nach in Gang gebracht werden? Also es geht alle möglichen Themen, um Publikationskultur, um die Karrieremöglichkeiten, Diversität, also alles, was wir auf quasi hier in dem Workshop als Output generiert haben. Sind das die Universitäten oder sind das die wissenschaftlichen Gesellschaften, die Sie teilweise auch vertreten? Ist es die, sind es die Fördergemeinschaften oder sind es die Wissenschaftler selbst? Oder muss es aus der Politik kommen? Also wen sehen Sie am ehesten dazu befähigt, Impulse zu setzen und, oder auch Vorgaben zu geben, sodass sich die Gemeinschaft als Ganzes möglichst effizient und schnell zu einer Veränderung hin bewegt? Vielen Dank. Ja, wer sitzt am Hebel, um Visionen auch umzusetzen? Ich bin gerne bereit, darüber zu sprechen. Ich bin in einer solchen Einrichtung, die gerade Veränderungen bewirken will. Das ist das DEAL-Projekt. Vorhin haben ja einige darüber gesprochen, über Open Access. Und meine Erfahrung in all diesen Dingen ist, dass es immer ganz wenige Individuen sind, die die Dinge anstoßen. Also zu glauben, da ist die Helmholtz-Gemeinschaft, die irgendwas macht, das ist einfach Quatsch, sondern da wird irgendjemand dort eine Initiative ergreifen und dann findet er einige Mitspieler. Nur so geht das. Und dann hinterher heißt das, das ist die Helmholtz-Gemeinschaft, die DFG oder sonst wer gewesen. Und da muss man Themen ergreifen, die eben möglichst viele Leute interessieren. Und zum Beispiel Thema Open Access oder demnächst Open Data und so weiter, das sind zentrale Themen. Und die muss man dann versuchen, im Konsens mit möglichst vielen zu behandeln. Und wir haben dort eben bei DEAL meiner Meinung nach eine interessante Lösung gefunden, nämlich den Weg des Gold Open Access zu gehen. Ich war vorher dagegen, ich war erst für Green Open Access. Aber das will ich jetzt nicht alles erklären, das ist etwas komplex. Und ich glaube, in all den Veränderungsszenarien, die man so sieht, sind immer einige wenige Treiber, die das voranbringen. Und das sind eigentlich immer Individuen. Und die Individuen kriegen es aber nicht hin, wenn sie nicht eine organisatorische Unterstützung durch große Organisationen haben. Und das muss man dann bewerkstelligen. Und das ist eine politisch diffizile Angelegenheit. Und das gelingt manchmal und manchmal nicht. Aber wenn Sie sagen, systemische Veränderungen, dann müssen Sie sagen, wohin will ich, was will ich. Man muss also vorher ein klares Ziel formulieren. Und dann kann man das auch erreichen. Und da bin ich eben sehr froh, dass wir in einem so freiheitlich-demokratischen System leben. Wir können permanent an unseren Systemen herumschrauben und Veränderungen erreichen. Ich habe jetzt lange genug Erfahrung und habe gesehen, dass das geht. Und ich bin froh darüber, dass wir nicht in nepotistisch-diktatorischen Systemen sind, wo das eben auf eine andere Weise gemacht wird. Bitte. Aber wenn ich das vielleicht ergänzen darf, wir sind auch nicht darauf angewiesen, dass sich immer jemand findet, der so eine Art politisches Unternehmertum macht und dann da den einsamen Helden spielt. Also gerade DEAL ist ein schönes Beispiel. Der Herr Hippler war ja nicht da ein freifliegender Hasardeur, sondern der hatte die HRK, also uns alle, hunderte von Hochschulrektorinnen. Das ist da hingekommen.
im Nacken. Und Max Planck ist jetzt auch nicht so ein einsamer Aber das sind 20 Jahre Vorlauf, das will ich noch mal erzählen. Ich habe 1995 Herrn Frühwald erzählt, was wir machen sollten. Also zu Ihrer Frage, ich finde das Stichwort Verantwortung extrem wichtig. Natürlich gibt es Argumente dafür, dass einzelne Akteure und Gruppen von Akteuren mehr Verantwortung haben. Und ich würde auch immer mich gegen eine Rhetorik wenden, die diese Verantwortung verwässert. Universitätsleitungen haben eine Verantwortung. Lassen Sie uns doch mal an einem Beispiel durchdeklinieren, was auch diesen Komplexitätsgrad hat, der dazu führt, dass die Prozesse dann verdammt langsam sind. Wandel der Publikationskultur. Was können wir machen? Wir haben unsere Berufungssatzung geändert, wir haben unsere Evaluationsrichtlinien geändert, um dem Prinzip Qualität vor Quantität irgendwie Nachdruck zu verleihen. Wir fragen niemals komplette Publikationslisten ab, sondern immer die wichtigsten sechs, ganz einfach, und den Rest ignorieren oder zurückschicken, damit die Leute ganz deutlich merken, die eine Publikation des Lebens kann es sein und nicht so viele. Oder Drittmittelprojekte. Natürlich sind Summen interessant, aber ich will nicht jedes einzelne Drittmittelprojekt, wenn da irgendeiner mit dem Bäcker um die Ecke kooperiert hat und dem Satz Werbeplakate mit einer Studentengruppe entworfen hat, schön, aber das muss doch gar nicht in Lebenslauf. Wir fragen die wichtigsten Drittmittelprojekte ab und dann sehen wir, ob was wirklich Spannendes dabei ist. Und solche Maximen müssen sich wie ein roter Faden durchziehen. Also dann muss man mit der DFG reden, wie gewichten die das, was fragen die ab, und das dann so langsam systemisch umsetzen, dass es völlig normal wird, nicht in Quantitäten zu denken, sondern in Qualität. Und das hat dann auch die Folge, dass man nicht mehr die Anreize hat, ein einziges Experiment in 27 Unterpapers mit 30 Autoren zu zerhacken, sondern dass man sich vielleicht mal überlegt, ob es sich lohnt, das ganze Projekt, weil dann nämlich die Publikationschancen in einem Qualitätsmedium besser werden, als eins zu vermitteln. Und ich glaube, das würde der Wissenschaft ganz gut tun, wenn wir endlich davon wegkämen, diese Masse an Publikationen zu haben, wo jeder, der behauptet, er liest noch alles, selbst im eigenen Fach, wahrscheinlich lügt. Und dann können wir gemeinsam vielleicht auch Kulturen verändern. Aber das ist ein mühsamer Prozess. Und ich finde, die Akteure, die mehr Einfluss haben als andere, haben da eine Verantwortung. Und davor kann man sich auch nicht drücken. Vielen Dank. Vielen Dank auch für Ihre Frage, die, wenn es jetzt keine ganz dringlichen Fragen mehr zu den Visionen gibt, überleitet zu unserem zweiten Podiumsteil. Wir haben über Visionen gesprochen. Eine ganz kurze Ergänzung. Es gibt in Wirtschaftsunternehmen im Moment so den Ansatz Ambidextrie. Das heißt, ich habe meine klassische große Organisation eines wirklichen großen Konzerns und ich habe die kleinen Start-ups, die besser weit weg vom großen Konzern agieren, aber man lernt jetzt gerade, dass man sie doch von der Kultur her wieder zusammenbringen muss. Also es geht schon auch und vielleicht kann man sich da auch Wege abgucken, wie man als kleines Schnellboot, Anführungszeichen, durchaus angedockt und mit Hilfe einer großen Organisation wirklich anders agieren kann. Vielen Dank. Ich hätte noch jetzt eine Ergänzung zur Wissenschaftskommunikation. Ja. Ich fand die Stallvorlage von Frau Strobel so klasse, die darauf hingewiesen hat, dass man da auch auf eine schiefe Ebene kommen kann. Weil in der Tat wir ja im Zeitalter von Fake Science auch mit diesem Phänomen konfrontiert sind, dass nicht nur Leute wissenschaftliche Erkenntnisse ablehnen, sondern auch ihre eigenen produzieren und unter dem Deckmantel von Wissenschaft so einen ideologischen oder politischen oder sonst einen, aber jedenfalls nicht wissenschaftlichen Diskurs betreiben. Und da kennen Sie sicher alle Fallstudien. Und da sieht man, wie schwierig das ist, mit dieser Grenze umzugehen. Zum Beispiel Susanne Schröter, Kopftuchkonferenz, hat vielleicht andere von Ihnen mitverfolgt. Das ist aus meiner Sicht Teil von ihrer Job Description, dass sie auch öffentlich breit einlädt und Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit dann in so einem Diskurs vorstellt. Und dann kommen doch da irgendwelche Schmierlappen und schreiben dann ins Internet Schröter raus. Und da sieht man, Wissenschaft stößt schon auf Aufmerksamkeit, aber dann gehen Leute mit einer anderen Agenda rein und an dem Fall war es total krass. Am Ende war der Organisator dieser ganzen Initiative irgend so ein
Berliner Agentur Heini, der da mal einen großen Auftritt haben wollte. Und da hatte nichts irgendwas mit Wissenschaft zu tun. Also Wissenschaft muss immer aufpassen, auch den Unterschied zum Stammtisch, zur Ideologie, zur politischen Agenda deutlich zu akzentuieren. Und das ist gar nicht so einfach. Natürlich dürfen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch eine Leidenschaft für irgendwas haben. Aber wenn ein Satz anfängt mit "Es kann doch nicht sein, dass", und dann kommt Empörungsrhetorik, dann muss das bei einer wissenschaftlichen Podiumsdiskussion vom Moderator eingefangen werden. Und da muss man ganz deutlich immer wieder betonen, was der Unterschied zwischen einem wissenschaftlichen Diskurs und zwischen Stammtisch. Hat alles seine Berechtigung, aber man darf es nicht verwechseln. Vielen Dank für die Ergänzung. Auch wir werden darauf natürlich auch noch zu sprechen kommen. Ich würde jetzt gerne überleiten zu der zweiten Podiumsrunde. Nach den Visionen, die formuliert wurden, möchte ich gerne zur Umsetzung kommen. Was muss jetzt passieren, 2019, 2020, um einige zumindest wesentliche Pläne, Vorstellungen, Wünsche umzusetzen in 20 Jahren. Wissenschaft hat lange Vorläufe, Infrastruktur braucht viel Zeit, muss geplant werden, muss entwickelt werden, muss implementiert werden, Bauten müssen beantragt werden, müssen finanziert werden und das braucht Jahrzehnte zum Teil. Personal muss ausgebildet werden, Dinge müssen umgelenkt werden. Wir haben jetzt von Qualität statt Quantität gesprochen. Das sind Prozesse, die ihre Zeit brauchen. Also was muss jetzt passieren, um das umzusetzen? Und ich würde jetzt auch ganz gerne wieder mit Ihnen anfangen. Verzeihen Sie es mir? Das ist ja auch genau die Frage, die eigentlich immer noch im Raum steht. Genau, die wir noch gar nicht alle beantwortet haben. Und ja, wir werden auch mit einigen unbeantworteten Fragen hier noch rausgehen. Das kann ich Ihnen versprechen, aber das ist auch gut so. Wir hatten diesen Punkt Qualität, Quantität, der heute hier im Raum auch eine ganz große Rolle spielte. Die Reputationsrituale, die Reputationsmechanismen in der Wissenschaft. Reicht Ihnen das, was es bisher gibt? Was muss passieren, damit einige Ihrer Visionen, Wünsche umgesetzt werden? Gerade, also wir haben uns darüber unterhalten, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, was muss passieren, ist es top-down oder bottom-up? Wahrscheinlich beides, aber das heißt auch, top-up muss auch passieren. Ich sehe das so, dass, die Frage war ja, ob Sie denken, dass Geisteswissenschaftler zum Wandel bereit sind und ja, und dann kommt die Antwort, die nationale Forschungsdateninfrastruktur, aber was wir hier festgestellt haben, ist, dass die Digitalisierung eigentlich gar keine Rolle spielt bei den eigentlichen Problemen. Das ist gegeben, davon gehen wir alle aus, aber sie löst nicht unsere Probleme. Es ist eher so, dass es eine Art Medium ist, auf der wir weiter kommunizieren können, aber die eigentlichen Probleme sind ja unabhängig von Digitalisierung. Und gerade ist es so, wenn man anders sein möchte oder andere Kriterien hat oder den Diskurs sucht oder sich viel interdisziplinar beschäftigt, sinken die Chancen gerade, dass man eine Professur in der eigenen Disziplin bekommen kann. Denn wenn ich viel mit anderen Disziplinen zusammenarbeite, in anderen Publikationen publiziere und nicht in meiner eigenen Fachdisziplin, wenn ich das in meinen CV schreibe und meinen CV hinschicke, mich bewerbe, werde ich im Leben nicht genommen, weil ich halt eben nicht in den richtigen Journalen, das ist gerade so, nicht in den richtigen Journalen publiziert habe. Und das schadet mir im Prinzip. Also es schadet mir, wenn ich versuche, anders zu sein, auch wenn ich denke, dass es richtig ist, weil die Struktur gerade halt eben noch so ist, wie sie ist. Das heißt, selbst wenn ich das möchte, muss ich erst genug andere Leute finden, die mit mir mitmachen, um quasi gegen das System zu kämpfen. Und es wäre leichter, wenn auch das System quasi auf uns zugehen könnte. Es ist wichtig, also wir sind auch in unserer eigenen Verantwortung. Das haben wir verstanden, dass wenn wir jetzt nicht nach Hause gehen und wir wollen den Wandel und dann aber doch die Professur bekommen und dann alles so machen, wie es immer war. Das ist richtig, dass es auch in unserer Verantwortung ist. Aber es ist auch so, dass die Einstellungskriterien oder die Metriken, mit der wir Qualität messen, sich erstmal ändern müssen, dass die Förderung oder die Projekte anders sind, sodass wir quasi auch den Raum haben, uns zu wandeln. Dass wir auch Redundanzen schaffen. Es ist auch so, dass ich nicht das Gefühl habe, viel Zeit zu haben, den Wandel jetzt zu betreiben, weil ich jetzt sehr damit beschäftigt bin, das nächste Paper zu schreiben, meine Doktorarbeit zu Ende zu bringen und danach vielleicht als Postdoc irgendwo anzufangen. Und das kostet ganz schön viel Zeit. Ich habe nicht den Raum gerade dazu. Und deshalb wäre es auch gut, wenn wir quasi Redundanzen im Team zum Beispiel schaffen würden, dass wir mehr Zeit auch tatsächlich haben,
zu arbeiten. Und das ist vielleicht auch etwas, was auch Geldgeber oder das System schaffen könnte. Fragezeichen. Also ist so extrem pessimistisch, was Sie sagen. Ich finde das ganz furchtbar. Denken Sie doch mal anders drüber nach. Denken Sie doch, dass Sie die Welt verändern können und tun Sie das. Aber das wollen wir ja. Ja, aber dann tun Sie es doch einfach. Statt hier zu erzählen, dass andere Leute Ihnen irgendwas bereitstellen sollen und mit Ihnen Systeme verändern, machen Sie was. Das ist das, was ich, und ich glaube eben auch, dass Sie damit Erfolg haben, wenn Sie davon überzeugt sind. Das ist meine Botschaft. Und das ist, glaube ich, alles das, was ich in meiner Lebenserfahrung gesehen habe. Die Leute, die eine eigene Agenda haben, die ein Thema verfolgen, die werden damit Erfolg haben. Und das, finde ich, ist das Wichtigste, die wichtigste Botschaft, die wir einfach weitergeben können. Was ich halt wollte, ist, dass wir quasi gemeinsam, also ja, natürlich muss ich. Und wenn Sie keinen Widerstand haben, werden Sie auch nichts tun. Ohne Widerstand können Sie nichts leisten. Das müsste das einfach mal so sehen. Bitte. Ja, also ich weiß, dass ich mich jetzt anhöre wie meine eigene Großmutter, aber alle, die heute Profs sind, sind über prekäre Arbeitsverhältnisse dahin gekommen. Und wir waren die Geburtenjahrgänge. Da war die Relation von sozusagen Nachfragern nach Jobs und Angebot noch erheblich schlechter. Und wenn ich heute irgendwem erzähle, dass mein erster Job nach dem Diplom eine auf 9 Monate befristete halbe Stelle in einem nicht mal staatlich finanzierten Drittmittelprojekt war und dass ich dafür vom Ruhrgebiet nach München umgezogen bin und absolut davon überzeugt war, dass das Wort, das mir mein künftiger Chef gegeben hatte, Frau Wolf, die nächste frei werdende halbe Stelle kriegen Sie und wenn das gut läuft, wird das selbstverständlich verlängert. Der hat Verantwortung übernommen, ich habe ihm geglaubt, ich habe verdammt hart gearbeitet, nicht gezweifelt und natürlich hat das geklappt. Und ich würde mir manchmal ein bisschen mehr von dieser Art vielleicht naiven Draufgängertum heute wünschen. Ich habe den Eindruck, dass wirklich wir inzwischen viel zu viel, auch wir Senioren, Zeit im System verwenden, um uns immer gegenseitig zu erzählen, wie schlecht es uns geht. Also ich habe das auch in der HRK und in der Konferenz der Hessischen Universitätspräsidien, da bin ich gerade Sprecherin, gemerkt. Und ich versuche auch mal diesen Schwung reinzubringen. Leute, jetzt lass uns doch mal positiv denken, vor allem uns einigen und dann mit einer abgestimmten Forderungsliste beispielsweise mal auf die Landesregierung zuzugehen. Und das nennen wir nicht Forderungsliste, sondern Angebotsliste, Ideenliste. Da sprechen wir mit den HAWs und den privaten Hochschulen auch noch ab. Auf die Art und Weise haben wir zum Beispiel zum letzten Landtagswahlkampf zum ersten Mal in der Geschichte Hessens abgestimmte Wahlprüfsteine und Forderungen hingekriegt und schwupp tauchen davon etliche im Koalitionsvertrag auf. Und das bestätigt das, was Sie sagen, mit so ein bisschen Unternehmertum und vor allem Absprache, kooperativem Handeln, kriegt man tatsächlich auch scheinbar unbewegliche Gegensätze überwunden und dann fangen die Leute an zu reden und auf einmal geht's. Und diesen Optimismus würde ich gerne auch an Sie irgendwie vermitteln. Was kann ich dafür tun, dass Sie den ansteckend finden? Aber das Gute ist ja, wir sind alle gerne Wissenschaftler, aber vielleicht ist es gerade das Gefühl. Also wir sind alle sehr, sehr gerne Wissenschaftler und wir forschen wahnsinnig gerne und wir lehren auch gerne. Aber wenn man fragt, wer macht gerne Wissenschaft, sind es alle. Aber wenn man dann die Leute fragt, wer traut sich dann auch zu, in der Wissenschaft zu bleiben, ist gerade das Gefühl, dass es sehr, sehr schwierig ist. Und dass wir, das ist das Gefühl, das wir gerade genau. Aber vielleicht da auch noch mal aus meiner Veteranenperspektive die Frage, die ich mir am wenigsten gestellt habe während meiner ganzen Promotionszeit und auch noch kurz danach ist, will ich in der Wissenschaft bleiben? Ich glaube, das hätte mich auch behindert, wenn mich irgendwer auf diese Frage gestoßen hätte, sondern ich habe einfach immer gedacht, ich mache jetzt das, was ich mache. Ich war begeistert von der Idee für meine DIS, die hatte mein Chef auch unverwässert so übernommen und unterstützt. Und das war einfach meine Mission, das will ich jetzt super gut machen, sodass ich selber davon begeistert bin und möglichst alle, die diese kennen, sind wenig genug auch. Und dann sehen wir weiter. Ja? Und dann schwupp, dann ging das auch weiter. Und ich glaube, wenn ich zu früh immer gefragt hätte, was will ich in 15 oder 30 Jahren machen, hätte ich mich total behindert. Das empfehle ich heute auch immer, wenn man so eingeladen wird zu irgendwelchen Frauenmentorenrunden. Der größte Fehler ist, zu starr, zu eng zu planen, weil man wird blind für die ganzen Optionen, die man jetzt noch gar nicht kennen kann, die Zukunft, die ja noch ziemlich unbekannt ist, alle so ganz überraschend von rechts und links einem serviert. Und da, glaube ich, kann man es sich erlauben, wenn man ein gesundes Selbstvertrauen hat, ein paar Mal die Erfahrung gemacht hat, ich kriege was gut hin,
das vorzuschreiben und daraus auch den Schluss zu ziehen, ich werde schon nicht verhungern. Und das gibt einem dann auch die innere Ruhe, in der nächsten Runde leistungsfähig zu sein. Und das ist was, das liest man in vielen Ratgeberbüchern auch, nicht Anleitung zum Unglücklichsein, sondern das glatte Gegenteil. Und das funktioniert, ist meine Erfahrung. Und Frau Wolf ist ja auch ein Modell für dieses Spektrum ausschöpfen. Frau Wolf war Ministerin in Sachsen-Anhalt, aus der Wissenschaft in die Politik und dann auch wieder in die Wissenschaft zurück. Also Sie haben einige... War alles nicht geplant, haben Sie völlig recht. Ja. Ist halt so passiert, aber ich bereue nichts. Das waren total wertvolle Erfahrungen, das weiß man häufig erst hinterher. Aber einfach so offen sein für auch scheinbar schräge Alternativen hat sich zumindest in meinem Fall, würde ich sagen, bewährt. Ich meine, können Sie anders sehen, aber... Kann ich nur zustimmen. Ich bin aus der Forschung ins Forschungsmanagement, weil man mir mein Thema geschlossen hat in Deutschland. Dachte mir, will ich nach USA gehen? Nein, aber so schlechtes Forschungsmanagement kann es doch jetzt auch nicht sein, denn da ist viel Geld in die Forschung geflossen, die man dann gestoppt hat. Und habe dann entschieden, gehe ich ins Forschungsmanagement zu Fraunhofer und bin von dort wieder zurück auf eine Professur an die Uni und bin jetzt wieder wesentlich mehr in Richtung Forschungsmanagement. Ich glaube, das ist wirklich der Aufruf, sich mehr zu trauen und nicht an diese eingegrabenen Pfade zu glauben, der ist extrem wichtig. Wir haben eine interessante generationelle Dynamik gerade. Die Älteren ermuntern die Jüngeren. Oft ist es andersherum, aber vielleicht überträgt sich ja da auch etwas. Bitte sehr. Ich denke, Sie sind gut vernehmbar. Sogar mit dem Mikrofon, dann kann ich leise sprechen. Ich bin Axel Naumann vom CERN. Ich wollte nur eben darauf hinweisen, dass Sie einen ziemlichen Bias haben, Sie, die da oben sitzen. Sie sind diejenigen, die richtig groß geworden sind in der Forschung. Denken Sie an die Millionen und Millionen von armen, jüngeren Studenten und Doktoranden, die es nicht so weit gebracht haben. Und dann fragen wir nochmal diese Frage. Das Risiko einzugehen, ist es das wirklich wert? Die Antwort von Ihnen wird sehr anders sein als die Antwort von den Millionen von anderen jüngeren Leuten. Ich kann da gerne was zu sagen. Ich meine, es ist völlig korrekt, dass wir hier natürlich von einer komfortablen Situation ausgehen. Wir haben es geschafft und das ist was anderes. Aber ich habe in meinem Leben 50 Doktoranden gehabt und über 200 Diplomanden. Und ich habe mit denen in der Regel Gespräche geführt, wie Sie die gerade angesprochen haben. Nach dem Diplom, wenn ich sie gesehen habe, hier ist eine talentierte Frau oder Mann, die kamen dann und sagen, kann ich da promovieren? Und dann habe ich gesagt, was willst du werden? Und dann haben wir jedes Jahr überlegt, wie es weitergeht. Und von denen sind ungefähr 30 Professoren geworden, 10 haben Firmen gegründet und einige andere sind dann bei Siemens, SAP oder so gelandet. Und das sind Dinge, die man auch mit den Mitarbeitern, Doktoranden besprechen kann. Ich sehe da irgendwie kein Problem drin, Interaktion mit den Mitarbeitern oder Doktoranden, Diplomanden zu führen und dann eben Ratschläge zu geben. Ich habe niemandem gesagt, du musst das so oder so machen, sondern ich habe eben meine Erfahrung eingebracht, Alternativen aufgezeigt und gesagt, aber du bist für dich selber verantwortlich. Das ist das Wichtigste. Nimm deine Verantwortung wahr, überlege das. Das kann auch, hat auch etwas zu tun mit einer persönlichen Situation. Hat man Familie oder nicht, entscheidet man unter Umständen anders. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Und ich sehe da eigentlich kein Problem drin. Alle diejenigen, die mutig waren, haben eigentlich immer gute Karriere gemacht. Die haben dann Firmen gegründet. Eine Firma hat hier 9 meiner Doktoranden sind in einer kleinen Firma mit 20 Leuten. Die sind glücklich geworden mit diesen Themen. Und das sind Sachen, die muss man einfach dann unterstützen und die müssen ihre Wege selber finden. Wir können nur Ratschläge geben und ich glaube, das ist eine grundsätzlich gute Idee, das so zu machen. Vielen Dank. Frau Strobel, Sie hatten sich zuerst gemeldet. Ja, ich möchte so ein ganz klein bisschen widersprechen, auch wenn ich wirklich bei Ihnen bin, dass wir Menschen auch ermutigen müssen, ihre Potenziale zu leben und auszuschöpfen, muss ich doch sagen, aus einer Organisationssicht fahren wir gerade den umgekehrten Weg, weil wir es schwierig finden, dass Menschen gerade in dieser Postdoktorandenphase zu lange bleiben,
bei denen eigentlich klar ist, dass nach diesen aktuellen Kriterien, so schlecht wir die vielleicht finden, aber Peer Review funktioniert ja tatsächlich mit einem sehr starken Blick auf die Produktivität der Leute immer noch. Ja, ich meine, ob wir das mal ändern müssen, ich glaube, da sind wir ja auch schon im Diskurs, das ist eine andere Frage. Aber solange das so ist, haben wir einfach einen substanziellen Anteil von diesen Menschen, bei denen wir schon sagen können, die werden nicht im System unterkommen. Das wird einfach so nicht sein. Das kann aus quantitativen Gründen schon allein nicht so sein. Und wir arbeiten eigentlich eher darauf hin, dass die früh auch ein Feedback bekommen. Wahrscheinlich bei dir eher nicht. Du musst dich jetzt mal orientieren, was es an Alternativen gibt. Und wir sind auch zu dem Schluss gekommen, dass das, so wichtig die Führungskräfte an der Stelle sind, und Sie haben ja Ihr eigenes Beispiel gerade gegeben, aber dass das nicht allein bei denen liegen sollte, weil die haben, wenn man ganz egoistisch drauf guckt, ein anderes Interesse. Es ist nützlich, einen eigenen Postdoktoranden ganz lang bei sich zu halten. Der kann ja alles. Der nimmt einem ganz viel ab. Aber vielleicht ist es für den oder die nicht so gut. Vielen Dank. Bitte um kurze Reaktion, weil wir haben noch ein paar andere Themen. Spricht er nur dafür, das System insgesamt viel durchlässiger zu machen? Ganz egal, ob Richtung Politik oder Richtung Unternehmen und auch wieder zurück. Und ich glaube, das wäre etwas, um Ihre Frage zu beantworten, das mir ganz wichtig erscheint. Mhm. Gibt es zu dem Themenkomplex jetzt noch einen? Ich hätte noch eine Anmerkung dazu, zum Begriff Bias. Wir haben alle unseren Bias. Mhm. Sie haben auch einen sehr starken, nämlich dass ein Leben außerhalb der Wissenschaft und außerhalb der Professur kein gutes Leben sein kann. Ich sage es bewusst überspitzt. Den teilen wir möglicherweise, wobei ich würde sagen, ich nicht. Ich habe, bevor ich überhaupt zur Uni gegangen bin, eine Lehre gemacht. Ich war zwischenzeitlich auch jahrelang aus der Wissenschaft raus. Ich kann sagen, man kann auch außerhalb der Wissenschaft, gerade als wissenschaftlich interessierter und qualifizierter Mensch, super leben. Und wir verpassen es aber häufig, und da haben wir Verantwortung, die wir verdammt nochmal in der Vergangenheit häufig nicht gut wahrgenommen haben, unsere eigenen Doktoranden, Doktorandinnen, Postdocs, vorzeitig, bevor irgendwie eine Deadline für einen Vertrag kommt, auch mal offen zu informieren. Und da sind viele Hochschulen auch viel, viel besser geworden, aber möglicherweise noch nicht gut genug. Und das ist nicht nur was Kognitives, sondern das ist auch was Emotionales, weil nämlich viele aus Leidenschaft nach dem Master ja da bleiben und sich durch eine DIS auch quälen, schlecht finanziert. Und dann wollen viele Betreuer, Betreuerinnen möglicherweise diese Leidenschaft und intrinsische Motivation auch gar nicht stören. Trotzdem, finde ich, gehört es dann auch zur Verantwortung von Führungskräften. Und jeder, der Prof ist und der Mitarbeitende hat, ist Führungskraft, solche Perspektivgespräche zu führen und die auch ehrlich zu führen. Das beobachte ich auch. Also es gibt leider immer wieder auch noch Profs, ich beobachte das, sorry, mehr bei Männern als bei Frauen, die Spaß haben, ein großes Imperium zu haben, eine lange Liste von Doktoranden, Doktorandinnen auf der Website. Und das sind falsche Ziele. Ja, auch da würde ich immer sagen, Qualität. Also ich habe auch Kollegen schon mal gefragt, wenn ich da 30 Namen sehe, wie finanzierst du die eigentlich? Und wenn dann so dummes Gestammel kommt, dann kann ich das auch passend kommentieren. Also man nimmt keinen Doktoranden, keine Doktorandin an, ohne zu fragen, bist du finanziert und kann ich dir helfen? Und meine Erfahrung zeigt auch, wenn es partout nicht gelingt, für eine Idee, die wir zunächst für zündend halten, irgendeine Finanzierung zu finden, dann sollte man es vielleicht besser lassen und eine Alternative suchen. Ja, und da sind wir häufig auch nicht ehrlich genug. Und wie gesagt, das ist das Thema Verantwortung. Vielen Dank. Gerne gehen Sie mit mir doch noch mal gerade den kurzen Weg zurück. Was müssen wir tun, um diese Visionen umzusetzen? Was muss heute passieren? Stichworte sind genannt worden, hier jetzt auf dem Podium, aber auch heute in den Arbeitsgruppen. Durchlässigkeit war ein ganz großes Thema. Sie haben es jetzt auch wieder genannt. Wie können wir das System jetzt durchlässiger machen, beginnen durchlässiger zu machen? Interdisziplinarität ist ein weiteres großes Thema, was immer wieder angeklungen ist. Und dann eben das Großthema Gesellschaft mit Kommunikation, mit Bürgerbeteiligung. Diese Themen würde ich gerne auch noch mal so diskutieren. Was müssen wir jetzt tun, um da besser zu werden? Möchten Sie anfangen?
Also bei dem Thema Transparenz ist eines der ganz großen, ganz ähnlich wie Sie jetzt auch diskutiert haben, wenn nur die Publikation zählt, jemand in der Wirtschaft war, ist es ein Problem, ihn wieder an die Uni zurückzuholen. Großes Thema. Anderes großes Thema für einen Austausch sind die Gehaltsstrukturen oder sowas Schwieriges wie Pensionszahlungen. Man soll es nicht glauben, aber sowas verhindert viel. Verhindert zum Beispiel auch einen sinnvollen Start der Sprunginnovationsagentur, wie es sich so abzeichnet, weil auch da solche Strukturen nicht passen. Ich glaube, da muss einiges passieren. Beim Thema Partizipation fängt es schon an. Die ganzen Überlegungen zum, was soll jetzt eigentlich im ländlichen Raum passieren, da findet man viel Wunder, Heilmittel in der Wissenschaft. Ich frage mich, wann die ersten Institute für maritime Biotechnologie in Bayern entstehen. Da glaube ich, ich denke, da gibt es überall die ersten Keime, die man jetzt weiterentwickeln muss. Eine Riesenchance für diejenigen, die sich damit jetzt auseinandersetzen. Die Themen werden kommen. Es ist hier viel diskutiert worden. Es tragen alle mit. Wäre ein Punkt, sich damit auseinanderzusetzen. Ich sehe es auch so. Missionsorientierung steht im Moment bei der Wissenschaftsförderung immer stärker im Vordergrund. Es läuft jetzt noch über die großen Herausforderungen. Es läuft zu auf die SDGs. Da lässt sich sehr viel ableiten, wie sich dann auch weiterhin Finanzierung finden lässt, aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Umsetzen. Ein kleines Thema, das mir immer Kopfzerbrechen bereitet hat. Ich hatte immer gehofft, ich hatte auch noch eine außeruniversitäre Einrichtung, das SUSE-Institut, habe da Leute beschäftigt, aber gleichzeitig war ich Professor an der TU. Und mir wäre es sehr lieb gewesen, wenn die Leute da ihre Stellen hätten wechseln können, gelegentlich. Du machst mal ein Semester Lehre oder zwei und dann gehst du wieder in die Forschung. War nicht möglich. Also das ist etwas, was heute im System nicht drin ist, weil die auch mit ihrer Pensionsanrechnerei und all so ein Kram, das ist richtig schwierig. Aber das glaube ich, das kann mir hier gar nicht von uns aus lösen, das ist ein grundsätzliches Problem. Das müsste europaweit gelöst werden, denn viel lieber hätte ich es gehabt, wenn die mal nach Belgien oder Holland gegangen wären und wieder hin und her gewechselt wären. Das waren alles extrem schwierige Probleme, die nicht so einfach lösbar waren. Das wäre zum Beispiel eine systemische Veränderung in der EU, Durchlässigkeit zu schaffen, indem man die Pensionssysteme angleicht. Ich weiß, das ist ein Riesenbrett, also das ist überhaupt außerhalb unserer Reichweite, aber es wäre ein ganz tolles Thema, diese Durchlässigkeit zu schaffen, und das würde eben auch zum Beispiel Wechsel zwischen Industrie und Hochschule befördern. Das fände ich also ganz hervorragend. Ich habe immer wieder Leute aus der Industrie in meine Vorlesungen eingeladen, die dann mal einen Vortrag gehalten haben. Das hat die Studenten immer begeistert, dass sie eben mal sehen, wie man das dann wirklich anwendet und ähnliche Dinge. Und das sind Sachen, die wir uns vornehmen sollten, besser zu machen. Denn was Frau Wolf auch sagte, es wäre ein großer Fehler in Deutschland, die gesamte Intelligenz in die Uni reinzubringen. Wir brauchen tolle Unternehmer, denn das sind die Leute, die das Geld generieren, das uns bezahlt. Wir brauchen Firmengründer und Menschen, die gute Ideen haben, um anderen Jobs zu geben. Und ohne die überleben wir in unserem Land nicht. Und deswegen ist es gut, dass wir auch dort hochintelligente Menschen haben mit guten Ideen. Also es ist nicht so, dass alleine die Wissenschaft selig macht, auch wenn ich gerne Wissenschaftler bin und selber darüber nachgedacht habe, in die Industrie zu gehen. Aber ich habe einige Kollegen, die das gemacht haben, die zum Teil auch sehr reich geworden sind. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber das sollten wir eben auch aufpassen, dass wir dort durchlässig sind. Und das würde uns insgesamt als Gesellschaft gut tun. Mhm. Und also Durchlässigkeit, ganz dickes Brett, auch eine Frage der Politik, vor allen Dingen der EU-Politik. Und bis 2040 voraussichtlich nicht lösbar, eher 2050. Also ich kann ergänzen, schon im letzten Hightech-Forum war dieses Thema Durchlässigkeit, Rotation zwischen den Systemen großes, und das ist jetzt auch wieder aufgegriffen worden. Wenn man das mal genauer recherchiert, gibt es eigentlich schon mehr Möglichkeiten, als man denkt. Also wir können zum Beispiel als Hochschulen relativ großzügig im dienstlichen Interesse beurlauben. Ich habe in Frankfurt angefangen. Zunächst war der Gedanke Austausch, das klappt immer nicht. Aber von uns sind inzwischen ganz viele bereit, mal für ein halbes Jahr oder auch ein halbes Jahr rauszugehen. Die fehlen uns zwar, aber das ist so eine tolle Möglichkeit der Personalentwicklung und um Netzwerke zu bilden. Das geht zum Teil schon, und da muss man nur halt ein bisschen für werben und die vorhandenen Regelungen dann auch großzügig
nutzen. Und je mehr Leute erleben, dass das hilfreich und toll ist, desto mehr Druck wird auch in den Kessel kommen, um das institutionell zu skalieren und noch einfacher zu machen. Gerade gestern war so ein deutsch-französisches Austauschforum. Da wurde auch überlegt, wie kann man sowas für Unternehmen möglich machen, dass Leute mal für 3 Jahre irgendwo anders in der EU arbeiten, ohne dass sie ihr Steuersystem, ihre Sozialversicherungsansprüche und sonst was alles wechseln, ändern müssen, sonst wie. Also ich habe zum Teil schon den Eindruck, die Probleme sind inzwischen zumindest mal benannt. Und vielleicht werden sie dann noch ein bisschen schneller als bis 2040 gelöst. Sehr gut. Da schließt sich noch ein anderer Punkt an. Wenn ich einen stärkeren Wechsel zwischen den Strukturen, sagen wir so, habe, dann stellt sich die Frage nach, wem gehören die Ideen noch mal mehr? Und damit dann auch die Frage, was sollen eigentlich die Patente noch? Ich will das jetzt mal so ganz bewusst, ganz provokant überspitzen. Ich glaube nicht dran, dass es noch so wahnsinnig lang Patente gibt. Zum einen, weil es so schwierig ist, Zuordnungen zu treffen. Wie kann ich denn verlangen, dass wir in interdisziplinären und interstrukturellen Prozessen Ideen entwickeln, wenn eigentlich jeder unterschrieben hat, dass alle seine Ideen, ob Tag oder Nacht, entstanden, der Organisation, die ihn gerade bezahlt, gehören. Wie soll das denn funktionieren? Das spricht für mich unter anderem als Ausgangspunkt dafür, und dann kommen noch viele andere Punkte dazu. Ich will es damit belassen. Danke, Frau Wolf. Okay, jetzt sind wir wirklich im Kaffeesatz lesen, aber macht ja auch Spaß. Ich glaube, da gibt es eine Perspektive für einen zumindest noch ziemlich lang anhaltenden Wettbewerb zwischen proprietären und Open Access Systemen. Sehen wir ja jetzt schon bei Software. Manche machen ihr Geschäft gerade dadurch, dass sie alles offen machen. Also Rafael Laguna, den haben Sie eben genannt, Chef der Sprung Innovationsagentur, ist damit groß geworden. Andere berühmte Anbieter von Software eben mit proprietären Systemen. Und das, was Sie da problematisiert haben, spiegelt sich auch in den ganzen Debatten um Open Science, Open Access, weil es nämlich eine Menge Kollegen gibt, die sagen, ich will weiterhin die Möglichkeit haben, proprietär auch Wissen zu entwickeln. Nicht nur, weil es finanziell attraktiv ist, sondern weil man einfach auch als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin vielleicht glaubt, noch selber weiterzukommen. Also dieses Open Science Paradigma hat noch, also aus meiner Sicht noch, auch seine Gegner, und die haben nicht nur blöde Argumente. Insofern bleibt das noch eine Weile spannend, aber ich würde die Prognose wagen, Open Science ist schon auf dem Vormarsch. Und bis 2040. Wir werden zumindest dann noch wissen, was proprietäres Wissen ist. Also ganz verloren gegangen wird es wahrscheinlich noch nicht sein. Vielen Dank. Mehrfach tauchte jetzt das Thema Unternehmensgründung, Wechsel vom akademischen Bereich in Unternehmen und zurück auf. Mich würde interessieren, wie die Bereitschaft in Ihrer Generation, in Ihrem Umfeld ist, auch ein Unternehmen zu gründen. Vielleicht auch mal eine Frage ins Publikum. Denkt jemand von Ihnen, von den Wissenschaftlern auch über so etwas nach? Gibt es da eine Bereitschaft? Oder also wer will in der Wissenschaft bleiben? Und wer kann sich vorstellen? Alle, ja. Wer kann sich vorstellen, ein Unternehmen auch mal zu gründen? Ah, wow, toll. Wie ist es bei Ihnen? Wir haben uns auch darüber unterhalten, und der erste Eindruck ist immer, dass Startups, da ist die Konkurrenz noch viel größer, da ist noch viel mehr Konkurrenz, es ist noch viel härter. Aber wenn man sich anschaut, wie die Startups arbeiten, ist es viel kollegialer eigentlich. Also wir haben alle, glaube ich, die Bereitschaft, auch in Startup zu arbeiten, und da, weil, wenn man sich das anschaut, jeder hat quasi auch mit Verantwortung und ist mit am Ziel mit beteiligt, und das erhöht natürlich auch die Bereitschaft zu arbeiten, das Miteinander, das ist das, was uns gerade in der Wissenschaft ein bisschen stört, und deshalb ist Start-up-Unternehmen auf jeden Fall eine Lösung. Also darüber haben wir geredet und haben uns auch sehr positiv darüber geäußert. Mhm. Wobei es vielleicht nicht für jede Disziplin gleichermaßen leicht ist, ein Start-up zu gründen. Wenn wir jetzt Literaturwissenschaftler nehmen, ist es vielleicht nicht ganz naheliegend. Und in den Digital Humanities bieten sich viele Chancen. Frau Strobel, danke schön. Ja, also da muss ich jetzt so ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Es freut mich total, dass hier viele Leute sich mit dem Gedanken tragen. Aber wenn ich mal berichten darf, wir haben ein Karriereorientierungsprogramm für dieses Level Postdoktoranden. Und da können die ganz unterschiedliche
Wege erkunden, jetzt auch durch Interviews und Input und alles Mögliche. Einer davon ist eben die Existenzgründung in so einem Start-up. Und dazu hatten wir kleine Filmchen produziert, da konnten die dann auch mal so Eindrücke bekommen von Leuten, die das schon gemacht haben. Von 60 Leuten hat sich niemand für diese Option interessiert, auch nur interessiert. Ja. Und wir haben dann hinterher mit den Trainerinnen gesprochen, woran das wohl liegen könnte. Und dann meinte die in so einem Nebensatz, naja, ich meine, die Person, die das Startup vorstellt, die erwähnt dann auch, dass sie 3 Jahre lang keinen Urlaub gemacht hat. Und ich glaube, es ist wirklich ganz banal im Moment so, dass wenn ich hart die Wahl habe zwischen einem Job, in dem ich in einem Angestelltenverhältnis sein kann, und im Moment ist die Arbeitsmarktlage so, dass ich den haben kann, und sowas, dann nehme ich das Angestelltenverhältnis. Entgegnung? Ja, auf jeden Fall. Mein Argument wäre jetzt, dass in der Wissenschaft sieht es gar nicht so anders aus, gerade als Doktorand oder als Postdoc. Ist das mit dem Urlaub auch eine Sache, die sich dann eher mit der Dienstreise verknüpft und dass man dann noch 2 Tage dranhängt? Und mit diesen befristeten Verträgen ist es jetzt auch nicht so, dass man die große Sicherheit hat. Also da würde ich fast sagen, es sind die gleichen Risiken, aber vielleicht ist es im Startup, hat man die Chance, vielleicht noch ein bisschen mehr Geld oder Anerkennung zu verdienen. Okay. Ich finde, das ist ein schönes Beispiel, an dem man sieht, wie mit ein bisschen Kreativität man auch mal neue Lösungen schaffen kann. Also ich habe in meiner Amtszeit versucht, dieses Thema auch an der Goethe-Uni so ein bisschen mal zu systematisieren und zu skalieren. Und wir beobachten steigendes Interesse, aber wir fördern das auch, was Sie zum Beispiel machen können, solange Sie einen Vertrag haben, mit Ihren Vorgesetzten reden und so einen gleitenden Übergang machen. Man kann wunderschön aus der Sicherheit eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses als Teilzeitunternehmerin anfangen. Ich war selber auch an ein paar Unternehmensgründungen beteiligt. Ich gebe aber zu, meine Existenz hing nie davon ab. Und ich habe mir im Nachhinein aber gedacht, vielleicht war das genau der Trick. Also eine Menge unternehmerisches Potenzial erschließt sich eben dann besonders gut, wenn die Leute keine Existenzangst haben. Und da bieten gerade die Dienst- und Beamtenstrukturen, die wir haben, auch die Chance. Man kann das ja runterskalieren. Man verhungert auch nicht, wenn man mal auf 80% oder 50% runtergeht. Und dann kann man mal was ausprobieren. Und nicht jeder Schuss wird ein Treffer. Das hat sich inzwischen aber auch rumgesprochen. Und auch ein scheinbares Scheitern kann ein Erfolg sein. Und das ist dann natürlich auch wieder so eine Wertschätzungs- und Kulturfrage. Aber ich habe auch da den Eindruck, zumindest in dem Umfeld, was ich so beobachte, verändert sich was. Und bei uns sieht man es so ein bisschen auch so an den Zahlen von den Ausgründungen, die auch anfangen zu fliegen. Wir haben als Uni angefangen, etwas zu machen, was mir in manchen Kreisen einen ganz bösen Kapitalismusvorwurf eingefangen hat. Wir haben angefangen, uns als Minderheitsgesellschafter auch mal an Ausgründungen zu beteiligen, damit die nicht alle nach Berlin umziehen, sobald die anfangen zu fliegen. Und da kann man wirklich so viel machen, wenn man sich mal zusammensetzt und miteinander redet. Was habt ihr für eine Idee? Unter welchen Bedingungen wäre das für euch was? Und da kann man richtig viel machen. Also kann ich nur empfehlen, reden Sie mit Ihren Chefs drüber. Vielen Dank. Wir kommen allmählich zum Ende und ich würde gerne noch mal in die Runde fragen, gibt es noch Anregungen, Fragen, Beiträge, Kommentare? Bitte. Christoph Kümmel, Deutsche Forschungsgemeinschaft. Ich hätte noch mal eine Frage zu einem ganz zentralen Thema, was im Laufe unserer Beschäftigung immer wieder auftrat. Das Thema heißt eigentlich, kann man ganz kurz sagen, Kompetenz. Denn das ist etwas, was man, glaube ich, auch überall antrifft, dass eigentlich das, was wir bräuchten, um die Möglichkeiten, die der digitale Wandel bietet, auszuschöpfen, dass man sehr viel stärker investiert in Weiterbildung auf allen Ebenen, was die digitale Expertise betrifft. Das ist so ein Schlagwort, aber Sie können sich sicher gut vorstellen, was damit gemeint ist. Wie können Sie sich aus Ihrer institutionellen Perspektive vorstellen, jetzt entscheidende Schritte dazu gehen, dass dieses sich gegenseitig verstehen, in der Kompetenz besser werden, gut klappt? Also abendfüllendes Thema, Weiterbildung, interne Mitarbeitende, Riesenthemenportfolio, didaktische Qualifikation, wissenschaftliche Qualifikation, ist alles Weiterbildung, aber auch Verwaltungsweiterbildung, ganz riesengroßes Thema, decken wir mit allen möglichen Instrumenten inzwischen ab. Externe Weiterbildungsangebote, lebenslanges Lernen, Durchlässigkeit, auch zwischen den unterschiedlichen Bildungspfaden durchs ganze Leben hinweg. Wir haben eine sogenannte Goethe Business School, da haben wir bestimmte Angebote gebündelt,
zum Beispiel einen MBA, den wir auf Bitten des Landes gemacht haben, digitale Transformation. Wir haben auch für die Landesregierung regionalspezifisch einen Pharma-MBA gemacht und in Frankfurt natürlich auch einen für Finance, also wirklich in Absprache mit Stakeholdern. So maßgeschneiderte Programme, die sind gebührenpflichtig, aber die meisten Studis kriegen das zumindest teilweise von ihren Arbeitgebern oder anderen Stipendiengebern erstattet. Wir fangen jetzt an, eine Zweitmarke aufzubauen. Ich sage es nur so exemplarisch, wir sind nicht die Einzigen, die sowas machen. Goethe Professional School, da ist die Idee, wir bieten beispielsweise einen Bachelor an Hochschulmanagement, Zielgruppe, auch beruflich Qualifizierte, also Leute ohne konventionelle Hochschulzugangsberechtigung und verbinden das mit unserer Personalentwicklung, weil wir merken, dass wir Riesenbedarfe haben, die wir im Grunde aus unseren akademischen Lehrfähigkeiten abdecken könnten und für unsere eigenen Mitarbeiter, für unsere eigenen Mitarbeitenden auch ECTS-fähig anbieten können, sodass, wenn die 180 Punkte zusammen haben, sie dann auch die Chance auf eine Qualifikation für gehobenen und irgendwann sogar auch höheren Dienst haben. Und auch da gibt es eine Menge neue Ideen, einfach mal Fäden miteinander zu verknüpfen, neue Möglichkeiten zu schaffen. Vielen Dank. Herr Krötzsche. Danke. Ich will es noch weiter verallgemeinern. Also der Aspekt, den ich bedienen will, ist flachere Hierarchien in allen Institutionen und engere Zusammenarbeit. Ich kann das begründen vor 20 Jahren, als diese DFG-Forschungszentren anfingen und zum ersten Mal Kooperation möglich war, haben wir hier in Berlin versucht mitzumachen als Mathematiker. Wir haben aber festgestellt, jede Uni hatte nicht genug Mathematik, um so ein Zentrum zu gründen. Also haben wir uns zusammengetan und gesagt, wir wollen drei Unis zusammen mit noch zwei weiteren Außeruniversitären das gründen. Sie können gar nicht glauben, wie wir bekämpft worden sind von den Universitätspräsidenten. Herr Lenzen war damals der größte Gegner von allem, weil er alles nur an der FU haben wollte. Und da war Neid auf die einen und die anderen. Und wir waren standhaft und haben gesagt, wir machen das alle Mathematiker zusammen. Und als wir Erfolg hatten, hatten wir natürlich gewonnen und alle wollten das nachmachen. Und das Endresultat ist der Berlin University Alliance nach 20 Jahren, weil der jetzige Präsident der FU damals eben dabei war. Das sind die Fernwirkungen von solchen Dingen. Und meiner Meinung nach sind die wirklich aufregenden Themen in der Wissenschaft überall zwischen Fachgebieten. Da ist nicht ein einziger mehr, der irgendetwas lösen kann. Sondern sie müssen viele zusammenkommen und gemeinsam etwas beitragen. Und das wird auch häufig nicht nur in einer Uni gehen, sondern zwischen verschiedenen Forschungseinrichtungen gemeinsam. Und diese Durchlässigkeit, die müssen wir lernen und wir müssen eben aufhören, eben immer für unsere Universität, für meine Universität, für meine Einrichtung diese Ehre einzuholen, sondern es geht um die Wissenschaft. Die Sache ist vorne und nicht die Uni oder sonst was, sondern wir tun etwas, um das Wissen der Welt zu erhöhen, die Information zu verbessern, mit Dienst am Menschen im Ende, und das müssen wir alle für uns vor Augen führen, und dann sollte eben diese Eitelkeit der Einzelnen zurückstehen. Das müssen wir lernen, und ich glaube, dass eben diese Zusammenarbeit durch die Digitalisierungsmethoden, die jetzt da sind, das befördern wird. Wir werden denn eben auch über größere Distanzen zusammenarbeiten können, durch die Technologien, die da sind. Und deswegen habe ich große Hoffnung darauf, dass wir dort mehr aufgreifen können als jetzt. Ich weiß, dass das lange Zeit braucht, aber wenn ich eben zum Beispiel sehe, wie wir gerade NFDI anschreiben an 20 verschiedenen Standorten in gemeinsamen Texten und dann noch Videokonferenzen machen und es nur alle zwei Wochen einmal treffen, das wäre früher alles nicht gegangen. Und das sind eben die Veränderungen, die da sind. Und da glaube ich, ist es eine positive Entwicklung für die Wissenschaft und eben der Aufruf, zusammenzuarbeiten und die Eitelkeit der Einzelinstitutionen zurückzustellen, ist für mich ein wichtiger Aspekt. Vielen Dank auch für diese große Perspektive. Bitte in den nächsten Antworten auch noch mal darauf eingehen, IT-Kompetenz, Steigerung von IT-Kompetenz und Fortbildungsangebote. Also was bedeutet das? Für die Institutionen auch. Aufgaben für die Institutionen. Ich wollte so gern auf dieses Thema Digitalisierung und weltweite Kooperation eingehen. Ich finde, einen ganz großen Punkt der Wissenschaft, den wir jetzt gerade noch nicht angesprochen haben, ist die Möglichkeit, jeglicher Diplomatie vorauszulaufen. Und viel früher mit Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen in Kooperation zu gehen, zu denen es sonst noch keine größeren Verbindungen gibt oder nicht mehr gibt. Und das ist was, das einen Wert der Wissenschaft darstellt, der oft nicht gesehen wird, aber den ich sehr wichtig finde. Vielen Dank, Frau Strobel. Ja,
Wir haben in unserer Organisation damit angefangen, jetzt speziell, was diese Themen Data Science betrifft, also jetzt erstmal mit primärer Ausrichtung für die Wissenschaft, zunächst mal die Leute zusammenzuholen, die da schon Kompetenzen haben, aber die oft bisher so ein bisschen eine Inselstellung hatten als Methodiker in einem eher Domänen- oder eben Forschungsfragen orientierten Umfeld. Und die jetzt sozusagen quer zu den Zentren untereinander zu vernetzen, also diese Methodiker zu Plattformen zusammenzuschließen und auch in die zu investieren, damit die dann sozusagen auch ihre Inhalte weiterentwickeln und auch beforschen können. Und das hat ganz viel Momentum und das schafft auch ganz viele neue Kommunikationsschnittstellen, die es vorher nicht gab. Ich glaube, das wird auch für die Forschung sehr befruchtend sein, weil das sozusagen so ein Methodenimport ermöglicht in Domänen, wo ich bisher noch nicht in der Form unterwegs war, also zum Beispiel Imaging. Gibt es ja in ganz vielen wissenschaftlichen Domänen. Wenn ich mal gucke, wie mit Bildmaterial umgegangen wird, zum Beispiel in medizinischen Anwendungen und das eben übertrage auf Fälle, wo ich stattdessen den Meeresboden analysiere oder sowas, kommen ganz neue Möglichkeiten ins Spiel. Und diese Quervernetzung ist was, was ich anregen kann, was bei uns wirklich gut funktioniert und ganz viel Momentum generiert. Haben denn die Disziplinen, die Wissenschaftler aus allen Disziplinen auch die entsprechende Kompetenz? Bei Helmholtz werden sie alle mitbringen. An Universitäten ist es vielleicht ein bisschen unterschiedlich, weil da ganz unterschiedliche Welten ja auch aufeinander stoßen. Und wie kann man das dann zumindest auf ein ähnliches Level und auf eine Gesprächsfähigkeit bringen? Naja, das machen die ja sozusagen in Peer-Communities. Also das muss man gar nicht irgendwie von außen machen, sondern die machen das ja untereinander. Und das ist die Dynamik, die da auch dem Ganzen Breite gibt. Frau Frandesand, ist das Ihre Erfahrung? Das ist nicht meine Erfahrung. Natürlich nicht. Das ist ein Angebot. Nein, für mich stellt sich erstmal grundsätzlich die Frage, digitale Methoden ja, aber muss es der Wissenschaftler, also soll jeder Wissenschaftler quasi digitale Methoden lernen und programmieren können? Oder wird es eine Art Data Scientist geben, sodass, also für mich ist, noch ist es für mich nicht klar. Das sind ja quasi zwei Fragen, die man sich überlegen müsste, in welche Richtung geht es. Und wenn wir quasi eine Art Data Scientist haben, müsste der quasi auch eine gleichberechtigte Stellung haben. Es müsste eine Wertschätzung da sein. Und der Wissenschaftler müsste sich quasi ein Stück weit von der Verantwortung trennen. Wenn der Wissenschaftler quasi Methoden lernt, dann müssten wir das, denn jetzt ist es einfach so, dass viele von uns haben diese Informatikmethoden nicht gelernt in Ihrem Studium. Frau Frandesand, jetzt haben Sie die Gelegenheit. Oh nein. Fordern Sie von den Institutionen. Was brauchen Sie? Ja, entweder stärken wir diesen Data Scientist und definieren aber auch, was das denn genau sein soll, denn das ist mir nicht klar. Es gibt dann auch den Data Librarian und den System Librarian und was auch immer. Vielleicht entscheiden wir uns für eine Art Beruf mit einer Art Kompetenz und die müsste dann ja auch irgendwo gelehrt werden und da müsste es auch Stellen für geben und die müssen auch bezahlt werden und dann darf es nicht so schwierig sein, wenn ich einen DFG-Antrag schreibe, dass ich diese Stelle auch bekomme. Oder ich achte viel mehr darauf, dass auch Geisteswissenschaftler, dass jeder Wissenschaftler im Prinzip auch programmieren kann. Und dann gibt es viel mehr Python-Angebote. Also für mich müsste man sich entscheiden. So oder so, Geld und Ressourcen. Ich finde, wir müssen uns nicht entscheiden. Und der Grund ist einfach, ich habe lange Zeit in dem Gebiet Operations Research gearbeitet. Und wenn man das weltweit anguckt, dann ist das in der Mathematik, in der Informatik, bei Bauingenieuren, in Industrial Engineering in den USA und so weiter. Überall zwischendrin. Und das hat dem Gebiet am Ende nicht geschadet, sondern da haben wir eben unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Stärken aufgebaut, die sich aber auch ergänzen können. Natürlich ist irgendwo auch Konkurrenz da und ähnliche Dinge, aber genau dasselbe wird mit Digital Humanities passieren. Es wird den Digital Humanist nicht geben, sondern es wird Leute mit unterschiedlichen Kenntnissen geben, die in Linguistik arbeiten anders als die Historiker oder mal ein konkretes Beispiel zur Bildgebung gebenden Verfahren zu sehen. Wir haben ein Projekt, wo Papyri gelesen werden, ohne sie zu entrollen. Nicht? Die sind so
so brüchig, dass man die nicht anfassen kann. Also werden die heute bestrahlt von außen mit physikalischen Methoden und die Informatiker nehmen diese Bilder auf und entflechten die, machen die dann flach, sodass die anschließend lesbar sind. Das geht im Augenblick nur mit Tinten, die Metall enthalten. Aber das sind so Themen, wo eben Papyrologen, Informatiker, Mathematiker und Physiker zusammenarbeiten. Und das sind wunderbare Beispiele von Zusammenarbeit. Und davon, da glaube ich, wird eben viel mehr kommen. Was mich jetzt noch gestört hat, ist, keiner hat künstliche Intelligenz gesagt. Und ich bin froh darüber, dass wir das Thema nicht aufgegriffen haben. Denn wir hätten jetzt alle sagen können, die künstliche Intelligenz löst jetzt für uns alles. Und ich bin natürlich nicht der Meinung, dass das so ist. Aber ich will das jetzt mal sein lassen. Denn im Moment ist eben ein derartiger Hype da, wo wir so viel Geld verbrennen, von dem wir gar nicht wissen, wie wir das hinterher auf sinnvolle Weise noch kanalisieren können. Leute, die vor einem halben Jahr das Wort Algorithmus noch nicht kannten, rennen jetzt mit der Fahne rum und sagen, künstliche Intelligenz ist ganz wichtig. Da müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir diesen Propheten nicht folgen. Nicht, dass ich was gegen künstliche Intelligenz habe, sondern die muss genau richtig eingesetzt werden. Und die Leute müssen wissen, dass es am Ende komplizierte Mathematik ist, mit einer ganzen Menge Informatik da drin und mit enorm viel Fachwissen. Und diese Kombination erst wird uns ermöglichen, das einzusetzen. Aber sie wird die Probleme der Welt nicht so lösen, wie sich das manche denken. Deswegen müssen wir da sehr vorsichtig mit umgehen. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich denke, das ist auch ein ganz gutes Stichwort und vielleicht die Überleitung zum nächsten Workshop. Diesen hier beenden wir jetzt allmählich. Wir haben sehr einen großen Ritt gemacht am Horizont der Visionen. Wir haben über Interdisziplinarität gesprochen. Wir haben über Durchlässigkeit der Systeme gesprochen, über Unternehmensgründung, Start-ups, über Kommunikation mit den Bürgern, Wissenschaft in die Gesellschaft hinein. Und ich denke, es sind einige Fragen offen geblieben, aber so ist das immer bei einer guten Diskussion. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Kommen und für Ihre Beiträge und Ihnen herzlich für Ihr Interesse. Applaus